Ja, Das wird aber sein. jedenfalls den Hyperraumantrieb vorprogrammiert von der Montero, diese dann mit ihrem Selbstzerstörungsdrang in die Weiten des Alls geschickt. Vorher ist Shem noch zurück auf der Daisy geflohen, auf die Kronos, und dann habt ihr ein Feuerwerk am Himmel beobachten können. In Während der der Rest von Tat. euch vorher natürlich wieder durch die Luftschleuse auch auf die Kronos gelangt ist. Ja, was ist dann passiert? Ihr habt euch ein wenig im Schiff weiter umgesehen, habt Rye dazu angeleitet, dass sie die Luftfilteranlage wieder in Betrieb nimmt. Hat sie dann auch zu einem gewissen Grad erfüllt. Ihr habt unterdessen ein Labor ausfindig gemacht, zusammen mit Dr. Flynn, in dem die sogenannten Artefakte gelagert waren, von denen Clayton erzählt hatte, dass sie die auf diesem Planeten aufgegriffen hatten. Und in diesen Ampullen waren kleine Glasfiolen mit einer seltsamen schwarzen Flüssigkeit. Dr. Flynn hat auch eine Kiste mit den Impfstoffen aufgetan, von denen sich dann fast jeder geimpft hat oder eine Dosis verabreicht hat. Wer denn Und nicht? tja, weiß ich nicht. Vielleicht haben sich auch alle geimpft. Okay. Wer weiß das schon? Okay. Und ihr habt dann noch in einem anderen Labor oder davor in einem Labortrakt eine Medpod begutachtet, dessen Scheibe blutverschmiert war, an dem ihr euch einige Zeit lang aufgehalten habt, um zu erluken, was denn da eigentlich drin vorgefallen ist. Flynn hatte dann noch gesagt, dass da wohl eine OP stattgefunden hat, dass jemand seziert wurde. Und nachdem ihr ein kleines Loch hineingemacht habt und erst das Innere dann einmal ausgebrannt habt, habt ihr gesehen, dass dort irgendwie eine humanoide Gestalt drin verkohlt lag, mit einem seltsamen, zugespitzten Hinterkopf. Daraufhin seid ihr, glaube ich, wieder zur Brücke zurück, wenn ich mich recht erinnere. Habt dann aber ein Notsignal von Rye bekommen, die anscheinend im Lüftungsschacht Probleme hatte, als sie von etwas angegriffen wurde. Und habt dann gesehen, dass Rye von einem Alien angegriffen wurde, einem Neomorph, der sie zerfleddert hat und dann im nächsten Moment auf euch losgegangen ist. Aber das Alien hatte nicht wirklich eine Chance in dem engen Tunnel, als sie es mit Flammenwerfer und Maschinengewehr niedergestreckt habt. Gute Arbeit geleistet. Ja. Wäre Dann wollt ihr gefahren, tot. zurück zur Brücke. Das war auf Deck A, glaube ich, die Brücke. Ne, B. Und habt gesehen, wie dort John Clayton im Würgegriff auf den Boden gedrückt hatte und dabei war, sie zu erdrosseln. Ihr habt ihn dann runtergezogen und ich glaube, Wilson hat wieder den Flammenwerfer auf ihn gerichtet, um Wilsons Raserei ein Ende zu machen. Keiner konnte wirklich erklären, was da vorgefallen war, aber er hat es tatsächlich geschafft, also John hat es geschafft, Clayton noch zu erwürgen und so war sie auch tot. Ja, das ist gerade eure Situation. Ihr befindet euch, ich glaube, das ist vor dem Alien-Zwischenfall Glaube ich passiert, aber auch. es ist jetzt, ist Genau, jetzt nicht genau, so genau. Da sind schlimm. wir dann in Alles die. gut. Deswegen seid ihr jetzt gerade im Lüftungsschacht, habt das Alien besiegt. Und was tut ihr? Und bin ich noch in Panik? Warte mal. Wir haben schon gehört, dass links oder rechts von uns irgendwas sein Ah, sollte, ja, ne? genau. Ihr habt doch nochmal den Scanner angeworfen und habt festgestellt, dass sich hier irgendwas rechts im Gang bewegt hatte. Oh, Scheiße. Was ist da los? Was piept das denn so? Hatten wir die Lüftung repariert? Ja, ich habe Sauber. das zu Ende repariert. Also das müsste funktionieren. Jo. Ach, aber vielleicht ich. sollten wir die Anzüge doch anlassen wegen Rüstung und so. Und das sowieso. Sollte der Captain sich nicht das ansehen? Er ist immerhin der Captain. Immer noch die Frage, bin ich noch in Panik? Ach so, oh, stimmt. Fällt jetzt langsam wieder in Ruhezustand. Da kommt hier diese Panik. Müsste es aber noch ungefähr 10 Minuten hier verharren, bis alles abgeklungen ist. Okay. Gehen wir lieber. Ich habe da einen. Das könnte noch so eines von diesen Viechern sein. Aber Captain, wir kommen nicht von diesem Schiff runter und wir sollten das wenigstens jetzt wissen, wo es ist. Wie meinen Sie das? Wir sind alleine mit diesem Wesen auf dem Schiff hier drauf und kommen nicht runter. Diesen Wir sollten Wesen? das Schiff sichern, sichern. Chan?
Vielleicht sollten Sie mal nachdenken. Das ist vielleicht nicht nur ein Wesen, sondern eine ganze Kolonne von Wesen. Glauben Sie, ein Wesen hätte das alles hier anrichten können? Sorry, Sis, aber auf dem Gerät ist nur ein Punkt zu sehen. Und Sie meinen, das ist jetzt das Letzte? Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat Shem ja recht. Vielleicht sollten wir es einfach ausschalten, dann haben wir Ruhe. Nun ja, aber das Risiko ist sehr groß, das wissen Sie schon. Ja, deswegen bin ich innerlich zerrissen. Und schnapp mir mal so eine geile Pille und gönn mir eine. Oha. Was darf sein? Das Mittel, was mir Ray gegeben hat letztes Mal. Keine Ahnung, was das war, aber. Das waren so billige. Billige Schmerztabletten oder sowas, ne? Ibuprofen. Ja. Oder waren das nicht sogar tatsächlich Placebos? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe dir Placebos gegeben, damit du die richtig reinwerfen kannst und dir nichts aber passiert. Ja, also ich merke, dass das nicht hilft, nehme ich direkt noch zwei mehr. Aber ja. Die wirken später. Das muss vielleicht der Stress sein. Ja, die wirken später, Lea. Im nächsten Moment hört ihr ein metallisches Knallen auf dem Flur. Als wäre etwas aufgeschlagen. Und dann Ruhe. Von da, wo das Wesen war? Ja, von hier. Gibt nur links und rechts. Ich halte nur meinen Flammenwerfer in die Richtung auf jeden Fall. Ich zücke meine Pistole auch in die Richtung. Habe ich eine Pistole? Ich schulter mein Gewehr. Ich lade meinen Grappling-Hund nach. Die Boltgun natürlich. Ich meine Pistole. Ich habe eine Pistole, oder? Ich habe die Pistole, genau. Wir haben getauscht. Namila, kannst du deinen Panikzustand wegmachen? Und einen Stress runter. Ich kann den. Alle oder? Ja, alle. Ich kann die Panik nicht wegmachen. Warte. So. Rai, hätten Sie vielleicht noch ein Magazin für die Boltgun für mich? Ich glaube, mein Flammenwerfer ist bald leer. Natürlich. Ich gebe dir ein Magazin. Wer hat die Shotgun? Kein Problem. Keine Ahnung, wer hat die Shotgun? Ich meine, wenn wir hier lebend rauskommen, Wilson, Sie legen sich ein gutes Wort ein. Selbstverständlich. Dankeschön. Haben wir die unten liegen lassen, die Shotgun? Nee, wir haben doch extra noch einen runtergelassen, oder um die zu holen, letztes Mal. Ich glaube, die noch nicht Shotgun. Ah, doch, hier. War das nicht Davis, der Adrenalin-Junkie? Wo steht das denn? Ach lol, ganz unten unter Inactive. Also, dass mir gerade auffällt, ich habe jetzt mal was vergessen noch. Ich darf nicht. Ach, da muss ich drücken. Was wird das jetzt? Für meinen Cutting Torch. Ah. Hey, hey, Power. Hey. Ich habe ja letztes Mal mit angegriffen. Energie aus. Oh, shit. Ja, aus dem Gang ist jetzt aber nichts mehr zu weiter zu hören. Ist es weg? Na gut, schauen wir uns das an. Das Ding macht uns noch die ganzen Geräte kaputt. Na natürlich, gehen Sie vor, Captain. Ihnen ist schon aufgefallen, dass ich verwundet bin. Ja, aber Sie sind doch der Captain. Sollten Sie nicht Anführer sein? Ich bin dafür, dass jemand vorgeht, der nicht verwundet ist. Ein toller Anführer. Dann mache ich das eben. Das oh, Shem, du bist so ein starker Kerl. Lässt Shem. Wie kriege ich die Tür auf? Was ist das Wichtigste? Familie. Du, Cheb, siehst hier unten auf dem Flur eine weibliche Gestalt auf dem Boden liegen. Oh. Mit dem Kopf zur Decke gerichtet. Unter ihrem Kopf breitet sich eine weiße Flüssigkeit langsam aus. Was für eine weiße Flüssigkeit? Cheb. Die hast du auch schon mal an Wänden zwischendurch gesehen. Cheb! Los, warum stehst du im Türbereich, Cem? Cem, lassen Sie uns durch. Wilson, machen Sie Ihren Flammenwerfer bereit. Oh nein, ist das etwa... Verdammt! Noch eine Tote. Warten Sie. Das ist vielleicht direkt die Geburt eines dieser Aliens. Atmen Sie noch? Wilson, da du von Weyland-Yutani bist, weißt du, dass es hierbei um die Androiden-Serie Ava 6 handelt.
überall so als ja, Hausmädchen eingesetzt wurde. Für die, die sich's leisten konnten. Wurde nicht gesagt, dass der Androide hier fehlt? Ich habe sowas in Erinnerung. Er ist ein altes Weyland-Yutani-Androiden-Modell. Also von der geht wohl keine Gefahr aus. Zumindest nicht alien-technisch. Die wurde wohl beschädigt. Ich habe da schlechte Sachen gehört. Vielleicht habe ich sie auch vom Captain gehört. Vielleicht sie trotzdem, sollten wir sie ausschalten. Seien Sie trotzdem maximal vorsichtig. Die Flüssigkeit, die austritt, kann nicht schon vor 45 Jahren ausgetreten sein. Das muss vor kurzem passiert sein. Das stimmt. Ja, das ist natürlich wahr. Wahrscheinlich war ja eins von den Viechern und hat den Androiden erwischt. Schauen Sie einmal an die Decke. Ich schaue an die Decke. Okay. Da ist jetzt nichts, nein. Ist da in der Nähe ein Lüftungsschacht? Aus dem... Ja, hier ist noch einer. Captain, soll ich den Motion-Tracker nochmal anmachen oder nicht? Ich möchte mir die mal genauer angucken. Ich gehe jetzt zu der hin. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Warten Sie. Natürlich. Okay. Dann nicht. Dann gehe ich wieder weg. Dann. Warte, ich nehme die eben rein, weil raus, weil die sich ja nicht bewegt. Aber die hat sich ja gerade bewegt. Jetzt aber nicht mehr. Und ist leer. Verdammt. Er ist leer. Right. Oh shit, ey. Letztes Mal also. Mhm. Siehst du es, Ryan? Und was sagt das Gerät? Nichts außer uns in der Nähe. Und dann hören wir... So schnell? Und die Batterie stirbt langsam. Ist gerade ausgegangen. Es ist... Ray sagt mir, dass das nicht wahr ist. Vielleicht sollten wir es aufladen gehen. Ich fühle mich nicht sicher ohne das Teil. Wenn du weißt, wo wir es schnell laden können, das wird aber einige Zeit dauern. Hatte der Captain, beziehungsweise hatte der, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der uns hier herumgeführt hat, der hätte nicht gesagt, dass irgendwie im Cockpit so eine Möglichkeit gibt, es aufzuladen? Ja, das waren seine Worte. Aber Rai, können Sie vielleicht nicht die Batterie des Androiden benutzen? Hat der Android AAA-Batterien? Ja, das hier hat es wahrscheinlich. Hat er ja. Mal untersuchen, den Androiden. Würde ich dann machen und versuchen, nicht diese weiße Flüssigkeit zu berühren. Als Mechanikerin weißt du, dass das nur Hydraulikflüssigkeit ist, die Androiden im System haben. Okay, also das weiße Cham ist zum Glück nur Hydraulikflüssigkeit. Und nicht irgendein... Ach nee, wer hat das vorhin gefragt? Miller. Es ist nur Hydraulikflüssigkeit. Kein Cham-Überrest oder vom Alien. Alles in Ordnung. Wurde sie angegriffen? Gibt es irgendwelche Angriffsspuren? Kann ich die mal... Achso. Willst du die umdrehen? Ja. Dann siehst du an ihrem Hinterkopf eine schwere Gewalteinwirkung. Also eine riesige Kopfverletzung hinterm rechten Ohr. Sieht das nach... Wo einiges nah an Metall und Kabelungen durchscheint, was aber auch noch repariert werden könnte. Also es ist jetzt nicht, dass der Android total Schrott ist. Sieht die Wunde so aus wie von einem stumpfen Gegenstand oder von Krallen? Das sieht nach einem stumpfen Gegenstand aus. Oh, ich zeig das natürlich der Kuh. Schaut mal hier am Hinterkopf. Sieht aber nicht so aus, ob sie von irgendwelchen Monstern getötet worden wäre. Sehr gut. Als hätten sie umgedreht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wer außer dem Mann auf der Brücke ist noch am Leben? Vielleicht. Niemand. Also außer uns. Vielleicht jemand, der hier auch als blinder Passagier mitgeflogen ist. Ja, aber wir haben da die Kryokammern doch alle geöffnet und... Die Temperatur auf dem Schiff, als wir hier angekommen sind, lag doch bei Minustemperaturen. Aber das kann doch keiner überlebt haben. Aber vielleicht jemand, der vor kurzem erst hier auf dem Schiff gelandet ist, so wie wir. Entweder das oder vielleicht hat sich einer irgendwie im Frachtraum einen Container geschnappt und ihn umgebaut. So als geheime Basis oder so. Wie kann man denn den Androiden wieder reparieren, Spieler? Es gibt noch ein Wesen, das kein Alien ist und kein Mensch, das überlebt haben könnte. Und zwar ein anderer Android. Das ist smart. Warte, ich schau kurz. Fällt dir
nicht sicher, dass wir sie reparieren sollten. Ich meine, natürlich ist es besser, vielleicht noch einen Mitstreiter zu haben. Natürlich, aber... sie kann uns sagen, wer sie angegriffen hat vielleicht. Nein, ich vermute nicht. Der Schlag erfolgte von hinten. Ich wette, sie hat den Täter nicht kommen sehen. Und die Daten sollten wir aber eigentlich auch einfach aus ihrer Speicherkarte auslesen können. War es Michael Fassbender? Können Sie benutzen, um Ihr Gerät wieder aufzuladen? Why? Hat sie einen USB-3-Anschluss? Kannst du jetzt nicht unbedingt dafür nutzen. Ohne die komplett auszuschlachten und dann irgendwie self-made Chromgenerator zu bauen. Für die Instandsetzung bräuchtest du ungefähr eine Stunde und einen Wurf auf Comtech. Also in einer Stunde könnte ich sie repariert haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeit dafür habt. Captain. Wurde der Roboter mit dem Baseballschläger von hinten erwischt? Kann ich abschätzen, ob das uns überhaupt was bringt. Also das ist ja eher so ein Hausmädchen-Roboter. Die wird jetzt ja nicht unbedingt für Kampfszenarien programmiert sein, oder? Die kann uns Getränke bringen. Doch, die haben schon übermenschliche Fähigkeiten tatsächlich. Also Stärke und die sind sehr geschickt. Auch wenn sie harmlos aussieht. Aber man müsste dafür ihren Gewaltinhibitor entfernen. Was im Zuge der Reparatur natürlich möglich wäre. Wie viel wiegt so ein Ding? Könnten wir das zur Not auch woanders hintragen? Ja, die könnt ihr zu zweit auf jeden Fall heben. Was ist mit dem Wissenschaftler auf der Brücke? Glauben Sie, der wäre in der Lage, sie zu reparieren? So wie ich das mitbekommen habe, handelt es sich bei diesem Wissenschaftler eher um Wissenschaftler der Naturwissenschaften, also Biologie, Chemie. Ich weiß nicht, ob er begabt genug dafür ist. Da stimme ich Ihnen zu. Nun gut, wir sollten trotzdem schauen, dass wir diesen Androiden reparieren und die Informationen aus ihm herauskriegen. Ansonsten werden wir nie erfahren, was dieser Droide hier treibt und was ihn vielleicht erschlagen haben könnte. Natürlich, Captain. Ich mache mich an die Arbeit. Ich habe eine Boltgun und eine Feueraxt. Das muss reichen. Wir sollten die Reparatur auf der Brücke vollziehen. Wir sind hier nicht sicher. Ja, und in der Stunde kann der Rest von uns dann versuchen, vielleicht schon mal die Kommunikation oder so zu reparieren. Mhm. Sehr gut. Ja. Und wir sollten diesen Frachter endlich auf Kurs bringen. Ansonsten hängen wir noch ewig hier fest. Wie gewünscht. Dann tragen wir sie hoch. Ich habe schon einen Namen für den Angreifer, der mit dem Landinstrument dazu geschlagen hat. Krogi. Oh nein. Okay, wir wollen also wieder auf Deck B, sehe ich das richtig? Dann versuche ich dann noch Ray zu fragen. Weißt du denn, wie man die wieder reaktiviert, ohne dass sie direkt durchdreht? Ich habe da schlechte Geschichten gehört. Natürlich. Bist du dir sicher? Nicht, dass uns irgendwie gleich irgendetwas an die Gurgel möchte. Ich bin mir absolut sicher. Okay, wie sicher ist sie sich? Kann man das bei ihr ansehen? Ich bin mir sicher, dass ich ihn repariert kriege. Oder sie. Ja! Und ja. Der zweite Teil ist ja wohl wichtig, oder? Dass die uns nicht direkt an die Gurgel springt? Ja, ich bin mir sicher, dass ich das hinkriegen werde. Okay, ja, dann mach das. Wenn du dir sicher bist. Hey, ihr seid wieder oben. Auf zur Brücke. Die einfach nur geradeaus von euch ist. Hey, warte mal, da ist hier, glaube ich, noch so ein, da ist noch ein Typ, ne? Bei der Brücke. Mhm. Na, den Dr. Flynn, den ihr da... Warte mal. Ich glaube, ich kann irgendwie nicht bewegen. Ich auch nicht. Ah, okay, es laggt einfach. Achso. Oh, hart gerade wieder. Mm. Oh Gott. Ja, ihr kommt unten ins Chaos der zerschmolzenen und von Kampfesaktivitäten zerschossenen Brücke. Haben Sie etwas herausgefunden? Oh, der Bordandroide. Flynn, wissen Sie vielleicht, was hier los sein könnte? Irgendwie hat den Bordandroiden anscheinend einer von hinten... erschlagen wollen.
erschlagen. Ich kann mir vorstellen, dass sie bei der Meuterei verletzt wurde. Außerdem sieht mit diesen Xenomorphen aus. Außerdem haben wir schlechte Neuigkeiten für sie. Sie sind der Letzte. Wow. Der Letzte? Was ist mit Ryle? Die sollte doch die Lüftungsschächte putzen. Eines dieser Alien-Viecher hat es erwischt. Hat sie erwischt. Es war noch eins an Bord? Es ist sogar noch mehr an Bord. Wir haben noch eins gefunden. Es ist hinten neben uns in den Lüftungsschacht oder irgendwo anders hin. Eins davon haben wir ausgeschaltet. Ich habe hiermit gute Dienste geleistet. Dann sei ich ganz stolz auf meine Waffe. Oh, sehr gut. Hoffen wir mal, dass es das letzte war. Nein, nein, war es ja nicht. Haben Sie nicht zugehört? Da ist noch eins. Ja. Ja, ja, irgendwas wurde doch gerade, hat sich da bewegt und ist umgefallen. Oder ich quasi. Ich denke, dass sie es war. Oh ja, stimmt. Oh jo, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Okay. Vielleicht war es auch der Android. Also ich habe einmal nachgeschaut, wie eigentlich die Lage des Schiffs ist. Und ja, nicht das Beste, aber es besteht Hoffnung. Wenn wir es schaffen, die Kommunikationsmatrix, den Antrieb und die Sauerstofffilter alle wieder in Gang zu setzen, haben wir eine reale Chance zu entkommen. Die Sauerstofffilter haben wir bereits wieder fertig gemacht. Oh, wundervoll. Dann bleibt ja nur noch die Matrix und der Antrieb. Aber uns fehlt noch ein Deck bei den Lüftungsschächten, oder? Ja, ich glaube, die ist nicht bis zu D runtergekommen. Oh, da könntet ihr auch zur Not einfach keinen Sauerstoff reinleiten. Weil da irgendwann sind nur die Fahrzeuge. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wollte ich das nicht mitmachen? Haben wir da nicht extra gewartet, dass ich kurz runtergehe und mache und dann du hast dich ja nur bis zu ihr vorgearbeitet und dann kam quasi der Angriff. Okay. Ja, kann sein. Will ich jetzt nicht beschwören. Ja, vielleicht ist das untere Deck doch noch nicht sauber. Oh, ja, das, wie gesagt, das könnten wir abschotten. Okay. Sollte ich vielleicht jetzt auch mal machen, damit da von unten nichts hochgeschleudert wird. Wäre vielleicht besser. Eine arme Daisy ist mal da unten. Befindet sich da drin denn irgendetwas Wichtiges? Daisy. Ich habe keinen Überlebenden. Das wäre nämlich ungünstig. Ihr Schlepptransporter, unsere zwei Fahrzeuge und... Ja. Die Ladung ist, glaube ich, jetzt zweite Sache. Wenn wir das abkoppeln und wir müssen zufälligerweise, ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber wir müssen da runter und Daisy benutzen, wäre das nicht ungünstig? Sie haben ja noch ihre Anzüge. Hm. Ja, haben Sie wohl recht. Ich gucke auf Cem, dessen Anzug immer noch kaputt ist, oder? Ja, Miller hat auch so ein leichtes Aber wir haben doch noch einen zweiten Anzug. Nee, die wurden, glaube ich, alle schon benutzt. Nee, oder? Ich habe noch einen zweiten Echt Anzug. Ja. Ja, einer wird noch mitgenommen. Ach so. Ich glaube, Cem hat jetzt auch wieder einen funktionstüchtigen. Ja, die haben zwei gefunden, ne? Sie haben zwei gefunden. Wer braucht Millers jetzt noch einen Anzug? Schrott. Millers? Ist meiner kaputt oder ist er noch? Na, du wurdest ja auch wieder so am Hals erwischt. Das sind wie Hunde. Ich ziehe meinen Anzug aus, ziehe den Anzug an, den ich noch habe, und gebe Miller meinen Anzug, den ich vorher trug. Voll geschwitzt. Ja. Geil! Hat einfach nur den Grund, dass in den Anzug, den Miller jetzt hat, nur noch ein R ist und jetzt habe ich wieder fünf. Okay, das ist smart. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit? Die drei R aus dem Anzug, den ich Siehst du? Drüber? Ja. Kann man nicht einfach hier irgendwie voll laufen lassen? Win-win für uns beide. Wollte ich gerade fragen. Gibt's nicht irgendwie eine Möglichkeit, die Anzüge wieder mit Luft zu befüllen? Gibt's nicht irgendwie so eine Druckluftstation? Vielleicht da, wo sie die herbekommen haben. Okay, da waren wir ja schon. Gab's da sowas? Ja, da könnt ihr die nochmal buchen. Achso, okay. Kannst du der Luftfilter, der ist ja hier schon wieder gereinigt. Kannst du meinen Anzug aus dem Inventar löschen? Ja. Jonas kann sich ja dann einfach 3 bzw. 4 R zuschreiben dann, ne? Abziehen. Naja, ich brauche eigentlich gar nichts machen. In meinem Anzug war noch ein R drin, also kriegst du ein R auf jeden Fall. Ja, krieg ich dann insgesamt 4 R? Ja, hat er gesagt. Ja. Okay. Noch mehr Problem mit Luft.
Ah, danke. Ich gucke in die Runde. Bitte, nein. Captain. Also hier können wir doch auch einer? Ohne Visier rumlaufen, oder? Ich möchte eigentlich nicht alleine zu der Druckluftstation gehen. Ich kümmere mich um den Androiden. Ja, die Luft ist eigentlich wieder gut hier. Ich möchte aber trotzdem nicht alleine zu der Druckluftstation gehen. Schon mal einen Comtech-Wurf. Ich bleib, dabei. Puh. Lea, ich komme mit. Du? Wo ist Comtech da? Lea. Ich bin. Lea. Ah. Ah, reicht doch. Nice. Immerhin. Ja, aber so, vielleicht... Sollen wir zu zweit gehen? Oder? Geht der Stress eigentlich wieder runter? Ich beschütze dich mit meinem Leben. Ja, ihr könnt euch alle wieder einen Stress runter. Okay. Alter. Okay. Ein Stress runter. Die Druckluftstation nochmal. Ein Stress runter, sehr schön. Direkt hier nebenan. Ja. Dann, unten rechts. Hey, nicht pingen. Ich begleite sie natürlich auch gerne. Na, dann denke ich mal, ich muss jetzt hier eine Stunde warten, ne? Ja. Okay. Kann vielleicht jemand die Pulte hier ein wenig in Augenschein nehmen? Ich bin nicht der begabteste Elektroniker. Das macht Ray. Ich einfach schnell. Kann ich nicht machen. Ich kümmere mich um den Androiden, Lea. Was haben Sie denn daran? Ob man da irgendwas retten kann. Vielleicht können wir das Sensorenpult wieder in Schuss kriegen. Oder die Lebenserhaltungsmonitore. Kommst du nicht mit jetzt hier, Champ? Ich bin gerade. Ich mach da mal schon da unten. Miller, machen Sie das, dann gehe ich mit den anderen beiden mit. Ich kann mir das einmal anschauen, aber für technische Sachen ist eigentlich Ray geeignet. Ich habe ja, leider keine Zeit gerade. Ich schaue mir das einmal an. Okay. Geht schon mal weiter jetzt oder bleiben wir auch noch gucken zu kurz? Wir können auch schon da hingehen. Die muss eh gerade ein bisschen die Lage checken. Ja. Das war jetzt wo? Hier, kommen Sie mit, Jim. Ja, so in die Ecke direkt, die Dattebär. Ja, nach links, ich weiß, das sehen Sie mit Ihrem Auge nicht mehr so gut, aber... Lola, komm mal mit in den Secret-Chat eben. Ich war halt versucht, da hinzugehen, ne? Zu helfen. Alter, leckt gerade auch hart, ne? Richtig, ich kann nichts machen. Echt? Bei mir ist voll flüssig. Ich kann nichts machen. Aber Benny ist eh nicht da gerade, deswegen können wir einfach da ganz in Ruhe hingehen. Er braucht immer nur 10 Sekunden, bis er sich bewegt gefühlt. Ich wollte eigentlich jetzt mitgehen und helfen und da einmal als Technikwurf machen, gegentreten, Gerät. Technikwurf. Vielleicht sollten wir... Ich mach da schnell... Sollten wir hier abriegeln? Ich hab... Achso, das haben wir irgendwie aufzunehmen nicht dabei, oder? Doch, haben wir. Aber wir haben Benny nicht dabei. Alles gut, die machen wir gleich. Ich dachte schon, jetzt kommt die Sex-Szene und ich bin hier gefallen. Flatter Dreier. Teufelsdreier. Das ist die Tür nicht in meiner Reach. Ich stehe daneben. Ja, du musst mit Schiff drauf. Aber jetzt ja, hab drauf ich. Game Post. Aber ach, Game Post. Deswegen. Ich konnte noch, aber ihr nicht mehr. So, wechseln wir mal eben zu den Herren im Raum. Ja, ich sehe gerade schon, wie Shem die Tür dazu macht. Ich mache dann die zu. Jetzt ist sich... Moment. Kannst du mir so eine Kamera geben? Jetzt ist sicherer. Dann gucke ich mal an so einer Station, ob da irgendwas aufzufüllen geht. Da kann man auffüllen, ja. Dann will ich mitmachen direkt auf 5 dann, ne? Kamera. Ja, weil ich sehe die natürlich logischerweise nicht. Dankeschön. Hey, was machst du denn hier? Okay, so geht's natürlich auch. Achso. Das Alien ist. Ja, ihr könnt dann ungefähr nach 10 Minuten werden eure Tanks dann wieder vollgeladen. Hören wir irgendwas, das irgendwas um uns herum bewegt? Das ist friedliche Stille. Friedliche Stille? Mhm. Das gefällt mir gar nicht. 10 Minuten ist auch wieder ein Stress-Reduce, ne? Wo kriegen wir direkt ein? Ja. Ich hab schon 0. Apropos aufladen. Ich hoffe, wer hat dann gedacht, ihren Scanner da aufzuladen? Kannst du mir die R wieder auf 4 oder 5 dann setzen?
Kannst du selbst machen. Kannst du selber. Kannst du selbst. Unter Inventar. Oh. Was sind das? 5 oder was? Ja, im Inventar, alles clever. Oh ja, im Inventar. Das ist smart. Oh ja. Das ist eine gute Frage. Kann ich meinen Motion Tracker da laden in der Zeit? Da ist noch nichts wiederhergestellt. Okay. Müller wird euch gleich Näheres sagen. Ich würde auch jetzt eigentlich direkt rübergehen. Ich weiß nicht, wie lange ich da gebraucht habe. Ja, ganz hinterher. Die sind jetzt mit ihrer Ladung durch. Jetzt kannst du deinen Aufladen gehen. Wird die Kapitän jetzt gerissen unterwegs? Nicht, ey. Auf dem Flur! Aber ich habe einen neuen Anzug, der schützt mich. Habt ihr die Tür da verriegelt oder ist die offen? Die ist offen. Ich hab die einfach nur zugemacht. Nein, ihr dann, hört auf einmal da Katzen dran. Ich erschreck mich kurz. Jo, dann nimmst du Schürfen mal mit dem Flammenwerfer. Warum ist das? Das hat mich fast erschreckt. Wäre ja nicht das erste Mal. Aber welches Monster macht auch die Türen auf? Ein intelligentes Monster. Nun ja, ich habe meine Arbeiten auf der Brücke relativ schnell abschließen können. Dort gab es nicht viel zu sehen, außer dass die Instrumente ohne Strom nicht laufen. Allerdings Sie, Shem, Sie kennen sich doch mit Maschinerie aus. Sie könnten mal gucken, ob Sie da nicht mehr hinkriegen als ich. Mit Maschinerie, ja, aber nicht mit Elektronik. Ich kann mir das auch angucken, ich bin gar nicht mal so schlecht da drin. Weniger. Nein, wir brauchen jemanden, der sich mit schweren Maschinen auskennt. Oh, das kann ich. Ja, das habe ich genau gesehen. Okay, dann gucke ich mir das mal an. Okay, ich kann mich wieder nicht bewegen, aber ja, ich würde mich dahin bewegen. Weg davon. Davis, warum haben Sie auf Ihrem Head-Up-Display ein X? Das bin ich, weil ich gerade nur Kamera bin. Ich stehe doch auf der Brücke. Warte, ich lösche die andere Rider mal wieder. Ray wurde abgeschaltet. Oh. Beep, 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 beep. Der zweite Android. Die verlaufen gut. Du konntest die Kabel alle wieder zusammenschweißen. Damit bewege ich mich da so komisch. Ich bin doch nach oben. Ich komme. Lad einfach mal neu, das geht so gar nicht. Ich lösche mal hier die Kollegen aus. Vielleicht behindern die das irgendwie. Die sind ja zu Asche zerstaubt worden. Ja, die wurden ordentlich angebrannt, ey. Muss wahrscheinlich gleich mal einen Wurf machen, deswegen kann ich gerade nicht neu laden. Danach werde ich aber neu laden. So. Dann gucke ich mir mal die Maschinerie an. Ne? Dann gib mir mal einen schweren Maschinenwurf. Ein Pull ist auf jeden Fall total Schrott, aber aus dem zweiten könntest du zusammen mit dem ersten wieder was machen. Du Lappen. Wollen wir es pushen? Oh ja, push es. Oder dein Storypoint. Oh. Ach. Ich hab da 8 Dinge drin. Pushen. Möchte man denn nicht pushen? So schlecht einfach. 21 Talent. Kann das helfen? Ja. Also, was man da nur durchgemeint hat, konnte. Ich pushe nochmal. Alter, nein! Oh. Wie viel hast du denn? Du kannst jetzt irgendwann nochmal. Du hast, glaube ich, noch einen. Eigentlich müsste er es schaffen. Nochmal oben drauf. Oh, okay. Oh, Alter, shit. Oh nein! Kennt ihr Final Destination? Wie der Typ am Grill? Nevermind. Dann drück mal, Alter, auf dein Stress-Ding drauf, oder du. Oh Gott. Sollte ja nichts passieren. Nee, ist okay. Oh, ich dachte schon, ey. Dachte so schon, Final Destination-Style, das Ding explodiert einfach. Kabel kaputt, schwitzt kurz in die Konsole rein, denkst, du löst einen Kurzschluss aus, aber kannst dich dann fassen. Aber repariert ist ja trotzdem nicht, ne? Nee. Verdammt. Ja, pushen kann ich nicht. Scheiße. Über Storypunkt wenig. Naja, gut, dann ist da wohl nichts mehr zu machen. Cem, wir brauchen diese Konsole. Verdammt, was machen? Und die Brücke sind wir verloren. Vielleicht können wir erstmal alles andere reparieren und dann die Konsole nochmal mit einem kühlen Kopf reparieren. Später. Ja. Apropos kühler Kopf, für eine der Reparaturen müssten sie nach außen, also in den Weltraum. Bitte was? Ein kleiner Weltraumspaziergang und eine Stunde Arbeit sollten das allerdings alles regeln. Was muss denn genau gemacht werden? Die Kommunikationsmatrix ist außen angebracht, unsere Sendeantennen. Dort ist irgendwas reingekracht. Marmelade. Marmelade.
Space Jam. Das hat eher schwere Maschinen und das hat eher Comtech. Gott sei Dank. Und für den Antrieb müsste jemand in den Reaktorraum. Haben Sie noch mehr Aufgaben, wie wir uns aufteilen können? Naja, die Sauerstofffilter auf Deck D, aber das muss ja nicht unbedingt. Was braucht man für den Reaktor? Ich sehe die Deflex Racing hier. Ja, schwere Maschinen. Ja, ich kümmere mich um den Reaktor. Hat Lea nicht eben auch gesagt, sie kann schwere Maschinen? Da kann sich hier ja nochmal oben Ding angucken. Einen habe ich da drauf und zwei Stärke. Kannst du dir Robert mal angucken, hier das Ding. Ja, aber ich habe halt... Dein Kopf aus bestimmt, ist ja so ähnlich wie deins. Lea, okay, glaubst du, du kannst das? Ich guck mir das mal an. Sieht das so aus, als ob ich das noch reparieren könnte? Gib mir dann, was hab ich gedacht, schwere Maschinenwurf. Dann wissen wir mehr. Oh. Ja, kannst du. Ich repariere es. Im Panikmodus. Jetzt habe ich die Seite schon wieder zugeschlagen. Ich dachte, das hat sie erledigt. One moment. So. Denkt an eure Storywürfe. Ich will leben. Ich hätte halt 8 Punkte drin, da wollte ich das nicht verwenden. Ich hätte das schaffen auch so mal. Bei 21 Würfeln kann man schon mal eine 6 haben, ja. Okay, das Kommandopult, die Lebenserhaltungsmonitore und... Ne, das ist ganz kaputt. Das Sensorpult springen wieder an. Brrrp. Als du einige Kabel an die wichtigen Stellen leitest. Mach mal einen Comtech-Wurf, als das Sensorpult vor dir anspringt. Siehst Comtech, du, Jim, einfach das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss? Ich sehe Technik, nicht schwere Maschinen. Das war ein schweres Kabel. Dir fällt auf jeden Fall, dass dort, bevor das Ganze hier abgeschaltet war... Nee, war es ja gar nicht geschafft. Nein. Nix ist. Okay. Gut. Ja, Shem, ab in den Raum mit dir. Ich möchte mir jetzt die Konsolen sind ja angesprungen, ich gucke mir die natürlich auch an als Captain. Wo ist der Reaktorraum? Jetzt sollten wir uns nicht direkt teilen. Der ist, glaube ich, auf Deck C. Deck C ganz im Süden. Ja, ich gehe dann halt zum Deck C, ne? Wenn er dann mich begleiten würde. Warten Sie kurz, ich möchte auch nochmal auf die Konsolen schauen, die jetzt angesprungen sind. Mach mal einen Comtech-Wurf. Und zwar muss ich mich jetzt wirklich beeilen. Oh, sehr gut. Ah. Alter, wie schön. Hä? Wie Stress hast du? Du weißt schon, dass wir jetzt 2-3 Stress doch verloren haben. Ja, aber. 3? Ich habe einen weggemacht. Oh. Wann war das? Als ich auch die Panik weggemacht habe. Ja gut, danach habt ihr ja zweimal nochmal 2 Ruhephasen gehabt. Okay. Ich lasse die 6-mal gelten. Wir sollten uns nicht so doll aufteilen. Wie machen wir das am besten? War da jetzt erstmal eben Captain Miller. Du siehst, dass die Kronos auch gelegentlich diese Phantomsignale empfängt, wie die Montero zu forschern. Ich schaue mir das Signal genauer an. Manchmal flackert dort auf, dass ein Schiff in der Nähe wäre. Mehr kannst du daraus nicht schließen. Wir müssen unbedingt die Antenne reparieren. Wir haben hier Störsignale. Wie bitte? Ich? Ja, natürlich. Ich muss ja. Ich soll den Reaktor untersuchen. Also Antenne ist Comtech. Ich weiß nicht, ob er das auch kann. Etwas. Oh. Ganz schlecht. Lea, das ist dann eher Lea. Sie müssen sich das mal anschauen. Die Antenne. Nein, Comtech kann ihn nicht. Ja, wer kann Comtech? Ich hab null in Comtech. Du, Captain. Nee. Ich bin gerade aber noch raus eine Weile. Die ganzen Operationen, Ray kann das. Der Android, vielleicht. Der noch. Den du jetzt langsam wieder sehr gut hochfährst.
Ava Six zu Ihren Diensten. Ihre Augen hängen ein bisschen links und rechts. Oh. Aber sonst sieht's ganz gut aus. Der Face, ey. Guten Tag, Ava 6. Hallo. Sind Sie Captain John? Captain John? Nein, wir sind nicht mal Teil der Crew. Ich sehe, Captain John ist verschieden. Teil des Schiffs. Ja, Captain John. Wer ist nun der neue Captain? Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin hier der neue Captain. Captain Miller, hier. Sis. Und ich schlage sie auf die Schulter. Freut mich, Captain Miller. Was sind Ihre Befehle? Ava 6, erzähl mir, was du als letztes erlebt hast, bevor du deinen letzten Shutdown hattest. Die Crew ist seltsam degeneriert. Alle, die eine Impfung empfangen haben, sind seltsam mutiert. What? Daraufhin sind sie aggressiv geworden und haben sich gegenseitig angegriffen. Auch ich habe etwas davon abbekommen, was zu meinem Shutdown geführt hat. Ihr seht, wie der Flynn da hinten richtig anfängt zu schwitzen. Ich drehe mich um zu Flynn. Was soll das bedeuten? Sie haben gesagt, die Impfung wäre sicher. Woher will die Androidin das wissen? Sie hat es doch gerade erzählt. Haben Sie sie mitbekommen? Und ich richte meine Waffe auf ihn. Sie müssen einen Fehler im System haben. Unsere Impfung ist narrensicher. Warten Sie mal. Sehe ich da gerade an Ihrem Hammer Androidenflüssigkeit? Ich ziele auf den Typen. Nee, der ist mir suspekt. Geh einen Schritt zur Seite. Ganz ruhig, ganz ruhig. Sie sehen doch, unsere Impfung ist das beste Mittel, was wir gegen diese Sporen haben. Ava 6, erzählen Sie uns bitte genaueres. Warum der Bordarzt lügt. Es besteht eine geringe oder auch nicht geringe, vielleicht auch größere Chance, dass die Inokulierung empfangen haben, seltsame Verhaltensmuster an den Tag legen und selber mutieren. Ja, ich gehe mal ganz schnell nach da oben hin und ziele mal auf den Typen. Immer wenn seht ihr, wie ich wieder zu wirken. Ich ziehe mit dem Flammenwerfer auf Flynn und sage, sagen Sie uns sofort, was hier los ist, wenn Ihnen das Leben was wert ist. Und kann ich da Manipulation würfeln? Ja, kannst du machen. Bisschen weg, ey. Oh, ja, Mann. Bam! Okay, ich glaube, ich muss gegen Manipulation würfeln, oder? Aha. Okay, das ist eindeutig eingeschüchtert. Okay, nehmen Sie das Ding runter. Ich sage Ihnen ja schon, was los ist. Und den Success würde ich dann auch dafür verwenden, dass er mir mehr sagt, als ich gefragt habe. Wenn das möglich ist. Es kommt ganz auf die Person an, aber manche reagieren sehr seltsam auf die Impfung. Sie verfallen in mehrere Phasen der Verwandlung. Phase 2 nach der Impfung beinhaltet, wie Sie bei John oder Clayton gesehen haben, eine gewisse Form der Aggression auf andere Lebewesen. In Phase 3 verändert sich dann auch leicht der Körper. Der Hinterkopf fängt langsam an, in die Länge zu wachsen. Und die Unterarme gehen auch in die Länge, wie bei einem Primaten. Und ja, ich glaube, deswegen hat Cooper sich nicht geimpft. Er hat seine Impfung nicht genommen. Was ihm aber auch nicht geholfen hat, wie Sie sehen. Deswegen würde ich lieber auf die Chance setzen, mit dem Impfstoff auf jeden Fall sicher gegen die Sporen zu sein und nur vielleicht zu einem dieser Scheusale zu werden. Haben wir gesehen, dass der Flynn sich geimpft hat? Ganz sicher? Ich hab nichts gesehen, ne. Der war doch schon gewählt, wenn... Ja, weiß ich ja nicht. Ja, er hat gesagt, er behauptet das noch. Achso. Mhm. Ich hab den aber nie gesehen dabei. Sind Sie geimpft, Flynn? Na ja, natürlich, sonst wäre ich schon wie Cooper geendet. Nun ja, der die Impfung nichts bringt anscheinend oder nur teilweise was bringt, sind Sie bestimmt damit einverstanden, wenn wir Sie in Quarantäne stecken. Ja, Sie brauchen mich doch vielleicht hier auf der Brücke. Wofür? Wir brauchen Sie eher als Biologen. Finden Sie heraus, was Ihre Impfung wirklich macht. Begeben Sie sich gefälligst ins Labor und machen Sie Ihre Forschung weiter. Wie Sie meinen? Bitte, Sie müssen diese Ampullen zurückbringen. Nur so kann man einen richtigen Gegenwirkstoff finden. Das war jetzt nur... Was machen wir jetzt? Flynn? Ja? Wollen Sie uns verarschen? Warum rennen Sie einfach weg? Wir haben den Zugang zum Labor doch zugeschweißt und soweit ich weiß, haben Sie kein Schweißgerät dabei. Wohin wollen Sie eigentlich gehen? Guter Punkt.
Das andere Labor. Es gab noch ein zweites, da waren sie gar nicht drin. Natürlich. Wo ist das? Und waren, sind da auch Proben? Dort, ich glaube schon. Ich habe dort nicht mal nachgeschaut, seit hier die Hölle losgebrochen ist. Captain, ich bin eigentlich dafür, dass wir Flynn in Quarantäne stecken. Ich bin auch dafür. Man kann ihm nicht trauen. Er hat uns schon einmal belogen. Flynn, da sie uns anscheinend nicht die Wahrheit gesagt haben, wo sie jetzt hingehen, verweise ich sie hiermit in Quarantäne. Gut, machen Sie doch, was Sie wollen. Warum haben Sie uns nicht die Wahrheit über den Impfstoff erzählt? Wenn Sie ihn dann nicht genommen hätten und dann hätten wir 5 weitere von diesen Bloodbustern an Bord gehabt. Das verstehen Sie doch, oder nicht? Nein, ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Die Wirksamkeit Ihres Impfstoffs ist höchst fragwürdig. Warten Sie noch mal bitte hier auf der Brücke, während wir Ava 6 um weitere Details bitten. Sind Sie sicher, dass wir ihn auf der Brücke lassen sollen? Vielleicht manipuliert er noch etwas. Weg von dem Pult! Ich ziele auf ihn. Mein Gott, wo darf ich mich überhaupt noch hinstellen? In die Ecke da hinten. Dann da, wo nichts mehr ist. Auf Deck D. Genau, auf Deck D. Vorbei der Dekompressierung. Ja, wir werfen den Lüftungsschacht runter. Ava 6, erzähl uns mehr. Was hat Dr. Flynn in der Zeit hier gemacht? Dr. Flynn war einer der leitenden Biologen. Er war mit der Untersuchung des Planeten beauftragt. Unter der Leitung von Professor Cooper. Und was haben Sie und Dr. Cooper dort alles gefunden? Violen, das habe ich Ihnen noch gesagt. In der Beziehung hat er recht. Und danach kam es zu diesen Ausbrüchen an Bord. Ja, einige wurden schon auf dem Planeten mit den Xenomorph-Partikeln infiziert. Diesen Teil der Crew haben wir schnell abgeschrieben oder getötet durch unsere Marines an Bord. Nice. Später kam es dann, nachdem wir auch das Forschungsmodul ausgeworfen hatten, nach der Impfung zu diesen Zwischenfällen. Einige der Verwandelten sind aber noch an Bord. Ich betone, bewegen Sie sich mit äußerster Vorsicht durch die Gänge. Um wie viele xenomorphe Wesen handelt es sich? Ich bin auf meinen Streifzügen im Versuch, einige lebenserhaltende Systeme zu reparieren, auf 2 von ihnen getroffen. Und Sie sind nicht in einen Angriff verwickelt worden? Sie scheinen auf meine Nichtmenschlichkeit nicht wirklich zu reagieren. Smart. Und der Angriff auf Sie, wissen Sie, von wem der durchgeführt wurde? Das war eines der Scheusale, die auf Deck A in der Nähe von dem Mutterkontrollraum waren. Hm. Scheusale? Dieses war anscheinend noch nicht vollkommen in Stufe 2 übergegangen. Aber ich konnte es ausschalten. What? Die hat einfach so ein Ding alleine gemacht. Wie gesagt, er war noch nicht in Stufe 2 und 3 übergegangen. Seine übermenschlichen Fähigkeiten sind noch nicht zutage getreten. Deswegen konnte ich ihn leicht überwältigen und enthaupten. Okay. Aber das war jetzt Deck A. Wir haben sie aber doch auf Deck C gefunden, oder? Ich bin mit der Verletzung noch einige Zeit umhergeirrt. Meine Systeme waren aber schon so beschädigt, dass ich nicht mehr wirklich die Orientierung gefunden habe. Bis ich dann bei Ihnen auf Deck C zusammengebrochen bin. Und dieses zweite Wesen, wo haben Sie das zuletzt gesehen? Ich denke auch auf Deck C irgendwo, in der Nähe des Reaktors. Kann es vielleicht sein, dass es sich hochgearbeitet hat in den Lüftungsschacht und dann bei uns rauskam? Sie sind nicht so schlau wie die Xenomorphe. Sie sind nur äußerst brutal in ihrer Vorgehensweise. Ich glaube nicht, dass Anpirschen zu ihren Strategien gehört. Aber könnte es sich in der Zeit nach oben bewegt haben? Vielleicht haben wir dann gar keine mehr an Bord. Das könnte es natürlich getan haben. Könnte, aber wir haben keine Sicherheit. Ich habe sie aber nie dabei beobachtet, Treppen oder Leitern zu steigen oder den Fahrstuhl zu benutzen. Im
möchte nur anmerken, kann mich einer zum Reaktorraum begleiten? Oder zwei? Oder drei? Wir schauen gleich, wo wir überhaupt überall hingehen. Wenn wir uns komplett aufteilen. Ja, der Vorteil wäre, wenn dieser Impfstoff uns wirklich aggressiv macht, dann sind wir wenigstens alleine. Das stimmt. Aber was, Sie haben recht, aber das werden wir ja dann nie rausfinden, ob jemand aggressiv geworden ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt trennen und wir dann wieder zusammenkommen, kann jeder ein potenzieller Feind sein. Aber erkennt man das nicht daran, dass die Gliedmassen vielleicht schon länger geworden sind? Wahrscheinlich erkennt man das, dass man dann eine Kugel im Kopf hat. Vielleicht, das sieht man nicht so gut im Raumanzug, würde ich behaupten. Das Problem ist, dass wir gar keine Alternative haben. Einige der Aufgaben müssen alleine bewältigt werden, wie zum Beispiel die Reparatur der Antenne. Warum sollten wir das denn das alleine machen? Wir können doch mindestens Wir können nicht zu sechs da drüben einen Weltraumspaziergang machen. Warum denn nicht? Wir haben doch unsere Raumanzüge an. Ava 6 konnte bei Personen, bei denen die Krankheit ausgebrochen ist, Veränderung der Vitalfunktion beobachtet werden, wie erhöhte Temperatur oder sonst etwas. Die wurden von mir nicht gemessen, aber auf, naja, bis auf den äußersten Stärkeanstieg ihrer Physis konnte ich nichts feststellen. Von dir nicht gemessen? Hast du keinen Zugang zum KI-Kern? Zur Mutter? Nein. Was ist eigentlich mit Mutter? Ist sie aktiv? Kannst du dich mit Mutter verbinden? Nein. Warum nicht? Ich habe keine Berechtigung dazu. Nur Weyland-Yutani-Agenten oder der Captain des Schiffes haben Berechtigung dazu. Das heißt, ich und Wilson sollten doch berechtigt sein. Ich glaube nicht, dass ihre Berechtigung hier schon trifft, da Mutter nicht weiß, dass sie jetzt der amtierende Captain hier sind. Aber ich habe eine Zugangskarte für den Mutterkern, damit könnte es vielleicht funktionieren. Allerdings weiß ich nicht, ob diese Zugangskarte auch bei Schiffen funktioniert, die schon 73 Jahre vermisst wurde. Ich verstehe. Probieren Sie das dann bitte aus. Ich schaue einmal in den Aufbau des Schiffes, wo sich der KI-Kern befindet. Oder kannst du das uns eben sagen, Ava 6? Ava 6. Was soll sie genau sagen? Wo sich der KI-Kern befindet. Auf Deck A. Ganz im Norden. Also quasi direkt über uns jetzt, ne? Genau da, wo ihr nie hingegangen seid. Okay. Wo waren nochmal die Viecher? Deck C? Beim Reaktor. In der Nähe des Reaktors. Okay. Nun gut. Die Antenne war nicht in der Nähe des Reaktors, gehe ich stark von aus. Die war draußen. Sehr gut. Dafür müssten sie auch auf Deck C durch die Schleuser in den Außenbereich gelangen. Verdammt! Die Zugänge sind auch durch die Korridore vor dem Reaktor zugänglich. Das wird ja ganz gut passen. Wollen wir dann uns alle dorthin begeben oder wie machen wir es? Oder wollen wir schon einmal gucken, dass wir so schnell wie möglich das Ding jetzt zum Laufen kriegen? Und uns, so Gott bewahre, weiter aufsplitten? Ich würde es auch alleine tun, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich es nicht schaffen werde und sterben werde. Als erstes sollten wir Dr. Flynn begleiten. Ich überlege ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, ihn vielleicht doch in ein Labor zu sperren. Dann könnten sie wenigstens der Zeit was Sinnvolles machen. Ich habe vielleicht eine Idee, es scheint vielleicht etwas makaber, aber können wir ihn nicht einfach in irgendeine Luftschleuse sperren und falls er mutiert, lassen wir ihn einfach raus? Nein. Ich glaube, ohne Zugang zur Mutter können wir auch nicht die Türen überschreiben. Aber wie kommen wir dann hier raus? Ich meine, wir müssen ja immerhin an die Außenseite. Ja, die Türen lassen sich ja öffnen, das Problem ist... Ach so, du meinst, dass man die nicht fernsteuern kann? Ja, dass du also quasi sagst, die Tür ist zu und geht nicht mehr auf, außer die Person öffnet die von außen. Oder wir schmeißen sie einfach zu. Einfach in so einen Schrank gesperrt, so eingeschmeißt. Ja, ich weiß auch nicht,
bin eher die rabiatere und actiongeladene Person. Vielleicht soll das Ray übernehmen mit der Planung. Ich bin auch nicht Captain. Ja, aber du hast etwas mehr technisches Wissen, wie man ihn jetzt einsperren könnte. Darum ging es mir. Ich habe noch meine Feuerachse. Wir können... Ach nee, das sind... da kann man nicht eine Tür mit irgendwie verriegeln, oder? Von außen mit der Axt? Nee, sind nicht solche Türen hier. Wir wollen Flynn einsperren, oder? Wie bitte? Wir wollen Flynn einsperren, oder? Warum packen wir den nicht einfach in so eine Stasiskapsel wieder rein? Ja, das ist eine gute Idee. Am besten da, wo schon der Körper drin ist. Dann kann er den direkt nebenlegen. Bräuchten wir dafür nicht die Kontrolle von Mutter? Die nicht manuell anmachen? Kannst du Mutter fragen? Ja, Mutter ist doch nicht da, oder? Oder ist sie aktiv? Hier gibt's auch eine Mutter, die anscheinend aktiv war. Gehe ich von aus, weil... Die ist immer noch aktiv, warum benutzen wir die eigentlich nicht? Weil das ein Cheatcode ist. Ja... Also, ab in die Kryo-Kapsel mit dem jungen Herrn? Ja. Wenn die laufen würde? Sie liefen. Die laufen. Gut. Die haben sie aufgemacht. Ach so, ich dachte, du meinst die Figuren jetzt. Ich dachte, leckt schon wieder. Nee. Ich dachte jetzt, ich war mir nicht sicher, ob die überhaupt läuft dann. Ne, die sind alle intakt. Na dann. Soll ich ihn dorthin begleiten? Dann müssen sie sich nicht die Mühe machen. Das wäre eine gute Idee, Eva 6. Abgesehen davon, sie sagten, okay, ihr Labor nicht. Ist auf Deck A. Wessen Labor jetzt? Flint. Nein, auf diesem Deck. Deck B. Ich meinte noch ein anderes Labor. Ich glaube, sie sagen uns nämlich nicht die Wahrheit. Ich habe kein anderes Labor. Das Forschungsmodul wurde ausgeworfen. Eva 6, begleiten Sie ihn bitte. Zu den Kryokapseln, verstanden. Und bitte bringen Sie auf der Kryokapsel noch einen Vermerk auf, dass diese Person sich in Quarantäne befindet, sollten wir diese Mission nicht überleben. Und falls irgendein Stromausfall oder so vorherrscht, verbinden Sie bitte noch die Kryokapsel, also mit irgendeinem Seil oder so, damit er nicht rauskommt. Vielleicht haben Sie ja Glück und wir alle... Dr. Flynn, vielleicht haben Sie ja Glück und wir alle verrecken und Sie sind der Einzige, der in den nächsten 75 Jahren hier wieder gefunden wird. Ja, das wünsche ich Ihnen allen. Dann wäre ich fast der älteste Mensch der Welt. Sie hätten uns einfach die Wahrheit sagen können. Und dann wird er abgeführt. In seinen ewigen Kälteschlaf. Der hat er wird hier vergessen. Dann seid ihr alleine auf der Brücke. Zwischendurch piepst mal wieder Mutters Erkennungssensorik, dass irgendein Schiff in der Nähe wäre. Piep! Gut, kümmern wir uns um dieses Schiff hier. Ja, Miller, war das vielleicht die beste Entscheidung, den Androiden mit dem Wissenschaftler losgehen zu lassen? Was ist, wenn der Wissenschaftler den Androiden beseitigen möchte und dann flieht oder so? Dann wird der Android ihn einfach töten. Der Wissenschaftler ist nicht in der Lage, großartigen Schaden zuzufügen. Und was ist, wenn der Android uns vielleicht nicht die Wahrheit gesagt hat und irgendwie den Wissenschaftler umbringt und uns dann auch irgendwann abmurkst? Ich meine, die Geschichten, dass du mir erzählt, Miller. Ein Problem wird sich auf jeden Fall lösen. Optimistischer Schem. Bislang war der Android für uns noch kein Problem. Schiff geortet. Gut. Nee. Kann man sehen aus dem Fenster? Als ihr rausblickt. Warte.
Jetzt noch so ein tolles Video. Alter, okay. Das ist unerwartet. Ich schaue es mir an. Ad läuft jetzt. Ein Glück, dass Flynn das nicht sieht. Das ist frech. Doch, ich dachte, ich hätte mich gemüdet. Konnten wir das Schiff sehen? Ja, das. Ja, gut. Bis es dann quasi über euch fliegt, seht ihr es. Ist uns bekannt, was das für eine Schiffsart ist? Ob das von Valiant Yutani ist oder. Du kannst den Scan mal drüber laufen lassen, den ihr wieder reaktiviert habt. Ein Comtech-Wurf, je nachdem, wer das machen will. Soll ich's machen? Ja, wer macht das? Bitte nicht. Ich werde nur plus eins, also das wird, glaube ich, nichts. Ja, Rai, ich glaube, Sie sind der Beste, die beste Frau. Oh, danke schön. Der beste Frau. Nice, der beste Frau. Beste Frau der Space Force. Oh ja. Okay, du siehst auf den Monitoren, dass es sich um die USCSS Sotillo handelt. Ein ausgemusterter Militärfrachter. Was? Das sage ich natürlich dann der Gruppe. Das scheint nichts von irgendeiner offiziellen Organisation zu sein. Ich versuche, Kommunikation aufzunehmen. USS ist aber okay. Nicht nur von... Was sagst du? Anscheinend wird ein Com-Kanal durchgestellt. Hallo, hier ist Captain Miller von der Kronos. Bitte identifizieren Sie sich. Wir haben ein Notsignal ausgesendet. Kommen Sie, um uns zu helfen. Okay. Es, bleibt weiterhin ruhig auf den Kanälen. Oh, das Notsignal haben wir geortet, meine Freundin. Macht euch mal keine Sorgen, wir kommen runter. Bleiben Sie bitte auf Ihrem Schiff. Wir haben hier eine gefährliche Infektion an Bord. Negativ. Wir werden uns alles nehmen, was noch auf diesem Schiff übrig ist. Auch den Xenomorph? Bitte. Wie gesagt, dann werden Sie sich diese Infektion auch holen. Bleiben Sie bitte auf Abstand und warten Sie, bis wir das Problem gelöst haben. Vibe, streck die Waffen. Mach keinen Stress. Wie bitte? Wir werden jeden auf Sicht erschießen, der sich in unsere Nähe bewegt. Das können Sie gerne versuchen. Bleibt auf eurer Brücke und dreht Däumchen, damit ist euch am besten geholfen. Ich wiederhole, sie begeben sich in Lebensgefahr. Captain, ich glaube, das sind Piraten. Die landen auf Deck A, oder? Ja, die haben anscheinend den Undock-Schlauch da anvisiert. Gibt es noch irgendwelche Waffen des Schiffs oder so? Hat noch irgendwas? Miller. Nee, das ist ein Forschungsschiff. Miller, was halten Sie davon? Wir warten noch 2 Minuten und saugen dann den kompletten Sauerstoff von Station A ab. Ich glaube, die kommen bestimmt mit Spacesuits. Sie werden bestimmt auch mit Raumanzügen kommen. Das wird nichts bringen. Wir können nur versuchen, sie in die Xenomorphs zu locken. Allerdings wissen wir nicht genau, wo diese sind. Oder wir pumpen da 100% Sauerstoff rein und sorgen für einen kleinen Funken. Dann sprengen wir uns jetzt unser Oberdeck in die Luft, wollte ich gerade sagen. Meinen Sie, reiner Sauerstoff hat so eine Brennwirkung? Ja, kommt auf die Menge an. Brennt überhaupt reiner Sauerstoff? Ich habe eine viel bessere Idee. Wir warten, bis diese genug Truppen auf dieses Schiff geschickt haben und schleichen uns dann auf deren Schiff. Das ist unsere beste Chance, dir zu entkommen. Vielleicht haben Sie recht, aber dann haben Sie ein Schiff mit einem gefährlichen
Erreger. Und in Händen von Piraten könnte das tödlich enden für alle. Ich meine, wenn wir das Schiff hier wieder fertig machen können, damit wir damit wegfliegen können, können sie es bestimmt auch. Nein, wir können sie noch mehr zerstören. Sie sehen ja, wie weit wir mit unseren Reparaturen gekommen sind, nicht wahr? Wir kommen hier mit nirgendwo mit hin. Der Schrotthaufen wird ihn wahrscheinlich in den Wüsten des Weltalls verrecken. Das ist vielleicht eine gute Idee. Soll ich schon damit anfangen? Und ich ziehe gleich die ganzen Geräte hier vor. Nein, warten Sie mal. Vielleicht können wir die Geräte noch brauchen für einen taktischen Angriff. Wissen wir, ob die Aliens auf Geräusche reagieren? Sonst könnten wir ja einfach auf Deck A die ganze Zeit irgendwelche Geräusche ablaufen lassen. Bei dem Xenomorph hättet ihr es euch denken können. Bei diesen anderen Wesen habt ihr aber leider keine Ahnung. Wo genau haben wir die letzten Aliens gesichtet? Wir haben Hörensagen. Hörensagen? Gesichtet habt ihr schon nur in dem Lüftungsfilter eins. Ja, den war er noch lebend oder habt ihr den? Den habt ihr abgeknallt. Den haben wir getötet. Okay. Sonst hätte ich gesagt, ja, wir warten auf euch im Lüftungsfilter. Der andere Droide wird sich bestimmt zu helfen wissen. Vielleicht können wir, wenn er wiederkommt, ihn als erste Welle benutzen. Ich habe gehört, sie sollen ziemlich robust sein. Ich habe einen der besten Pläne und der wird Ihnen allen nicht gefallen. Wir geben uns. Ja, bitte. Und lassen uns auf deren Schiff bringen. Bitte was? Wir lassen uns gefangen? Miller, das sind irgendwelche Space-Piraten. Haben Sie nicht gehört, was Sie gesagt haben? Sie schießen, sobald Sie einen von uns sehen. Wir wollen uns dann gefangen nehmen lassen. Ihr sollt eine gewaltsame Übernahme einleiten. Mutter, Spiel, Freitag der 13. Theme-Song auf Deck A. Okay, das ist lustig. Kann Mutter nicht lieber dir das Schlümpfe-Lied singen? Warte. Na, 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 na. Mutter ist nicht amüsiert. Was sollen wir machen? Sollen wir sie eventuell erschießen? Sind hier. Hier auf diesem Deck sind auch noch diese Napalmfässer. Sind. Früher oder später müssen sie wahrscheinlich ja über diese Treppe. Und dann könnten sie einfach in die Luft springen. Das ist eine sehr gute Idee, das sollten wir tun. Wie weit entfernt sind diese Fässer? Die sind hier. Moment, ich bin gerade. Okay, dann sollten wir uns beeilen. Ich sollte los. Mit jemandem los die holen. Ich gehe mit. Wer kommt mit? Ich gehe mit. Oder Jim oder irgendeiner, der stark ist. Ich bin nicht so stark. Ich bin auch nicht so stark, ich habe eigentlich nur einen Anwärter. Ich bin stark. Jim, komm mit. Wilson? Captain, Wilson? Bleiben Sie hier. Jim und ich machen das. Nein, ich gehe auch mit. Ich bin auch stark. Wilson? Ja? Wer ist jetzt noch übrig? Lea, ne? Ich bin noch übrig, ja. Hä? Lea und Wilson gehen Sie zu KI-Teil kehren. Wir brauchen jetzt den Zugang zu den Türen. Der ist auf Deck A. Okay. Oh. Zu dritt brauchen in wir ja nicht. In dem Moment merkt er auch, dass ein Ruck durch das Schiff geht. Ja, wir müssen uns beeilen. Holen Sie den Sprengstoff. Wir müssen los. Irgendwas müssen wir machen. Gehen wir zusammen. Wer geht jetzt wohin? Wir gehen alle zum Sprengstoff. Ja, wir müssen es aber, wenn wir das aber so machen, kurze Besprechung, alle wenn zum wir das Sprengstoff aber so machen, haben wir keine Zeit irgendwie. Also wir müssen das irgendwie wahrscheinlich, wenn wir mehrere Sachen machen müssen, müssen wir das gleichzeitig machen. Ich würde sagen, 3 zum Sprengstoff. Ach, Moment, da muss man stark sein, ne? Ja, bin ich leider nicht. Okay. Reichen eigentlich nicht 2 beim Sprengstoff? Ja, aber der muss halt einer stark sein. Also ich habe Stärke 4. Das Wichtige ist, also, was sind 2. Die anderen Aufgaben? An der Außenhülle, die Antenne repariert. Ich repariere die Antenne. Nee, ich dachte, ganz ehrlich, ich habe gedacht jetzt, dass wir zum Mutterkern gehen und Mutter benutzen, um eventuell gegen die Piraten zu kämpfen. Weil die kann ja alles benutzen. Dann müssen sie zu dritt sein und sie müssten ziemlich schnell sein. Ich glaube allerdings, die Piraten sind jetzt schon in der Junction. Ich würde sagen. So, Cem und ich, lass uns schnell zum Napalm gehen, bevor wir noch mehr Zeit verschwenden. Wir sind die Stärksten, oder? Wir haben beide 4. Das hier oder machst du tiefer? Also ich hab 4.
Napalm ist... Ich habe auch vier, aber wir brauchen nicht zu dritt zum Napalm, oder? Ich sichere hier schon mal ab. Also ich gehe zum Napalm auf jeden Fall. Okay, okay, dann gehe ich mit Wilson, mit Miller alleine los, oder was? Oder wie ist das? Nimm Wilson am besten noch mit. Ja, aber dann, ja, meinetwegen. Komm, Cem. Okay, dann gehe ich mit. Soll ich jetzt auch Napalm holen, oder was? Keine Ahnung, ich kann mich eh nicht bewegen gerade. Wilson, geh mit Miller am besten mit. Cem und ich sind zu zweit, glaube ich, stark genug. Wo ist jetzt, kurze Information, wo ist es wahrscheinlicher, dass die Gegner sind? Ich bin beim Napalm. Beim ja, Aufgriff. Also die sind bei Deck A sehr wahrscheinlich und kommen da durch den Schacht, den ihr auch reingekommen seid. Okay, also das heißt, wenn ich mit Wilson jetzt zu Deck A gehe, sind wir beide wahrscheinlich tot. Ja, richtig. Sie gehört. Ah, okay. Genau deshalb solltet ihr nicht zum KI-Kern gehen. Und das Einzige, was wir im Moment erstmal machen müssen, ist... Ich meine Idee, den Wilson. Warum ist der Miller denn jetzt schon wieder hier? Das weiß ich auch nicht. Mein Gott, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir schnell zum Deck T gehen und den und vorsorglich den Reaktor überlasten und einen Cooldown und einen Countdown provozieren, dass die vielleicht abhauen? Miller, kannst du nicht ein bisschen Kontext? Können wir den dann wieder? Nein, das, ich werde jetzt diese Fenster hier rüber schaffen, bevor wir noch nicht faken? Kann man das nicht faken? Was denn? Den Countdown vom Charakter-Meltdown, vom Dings-Meltdown. Müsste das bei Mutter einen Auftrag geben? Ja, scheiße. Dann müssen wir aber zum Artig. Ja, dann weiß ich auch nicht, was wir machen sollen. Wir müssen uns beeilen. Also, ich habe Heavy Machinery 0. Ich würde wahrscheinlich schon eine Kernschmelze hinkriegen, aber ich krieg die halt nicht wieder behoben. Naja, ich habe Comtech ein bisschen und ich habe Heavy Machinery habe ich auch so ein bisschen. Also, wir könnten es drauf anlegen. Ich habe auch 2 Storypunkte. Ja, aber wenn das nicht funktioniert, dann springen wir uns hier einfach in die Luft. Ja, aber wir können das ja so machen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, für eine Stunde haben oder so und dann müssen wir trotzdem fighten. Aber dann haben wir wenigstens so ein Druckmittel. Warte mal ganz kurz, so, damit wir das einfach alle mal klammern. Also Miller ist jetzt eh einfach beim Napalm, Cem auch, ne? Jo. Was war dann die zweite Aufgabe? Ganz ruhig jetzt, sonst kommen wir nur durcheinander. Ihr habt eh jetzt Redezeit, also beratet euch ruhig. Also kommen jetzt nicht im nächsten Moment runter. Also Miller ist einfach zum Napalm. Das ist einfach, ich hab Alter, was ist los mit dir? Kommunikation bricht ab. Okay. Ach, oh, er mutiert, er mutiert. Okay, du hast auch viel. Gut, dann gehe ich halt nicht zum Napalm. Das macht doch keinen Sinn, mit 5 Leuten da Kisten schleppen. Also ich stehe hier gerade und aime einfach mit dem Flammenwerfer auf die Treppe, falls... Ich hoffe nicht aufs Napalm, okay. Die anderen Sachen, die Lifte, die müsstet ihr noch deaktivieren. Das geht, glaube ich, auch noch mit. Aber wie machen wir das? Einer ist schon deaktiviert. Du kannst Heavy Machinery, oder, Lea? Ein bisschen, ja. Sollen wir zu zweit dann los das machen? Okay. Also, besser das als gegen die Gegner. Das. Denk dann, der. Ob ich gut schießen kann, ne? Der ist schon weg. Okay, also der westliche ist weg, der östliche ist weg, ne? Der ist kaputt. Dann schnell unten zum westlichen. Ja, zum Napalm. Alle kommen zum Napalm. Okay, dann komme ich beim Napalm auf jeden Fall vorbei. Vielleicht kann ich auch noch den Powerloader hier hochholen. Der Fahrstuhl war doch gut genug, oder? Steht er da noch? Der steht da noch beim Fahrstuhl, der Cargo-Loader, oder nicht? Was kann, wo habe ich den zugelassen jetzt? Okay. Der steht bei dem Fahrstuhl, hier oben, da, links irgendwo. Okay, da müsste der stehen. Du bist hochtragend gegangen und konntest da nicht mehr durch Türen durch, deswegen hast du den abgestellt. Ich weiß schon nicht mehr. Ich bin schon. So, wo müssen wir jetzt hin, Lea? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen aber anscheinend zu irgendeinem. Dahin, oder? Zu irgendeinem Wandding. Zum Fahrstuhl, genau. Okay. Das ist der Lüftungsschacht. Der Fahrstuhl, ach so, der Fahrstuhl ist hier lokalisiert. Da unten. Okay. Da müsste da aber Powerloader sein irgendwo. Okay, dann ist der auf irgendeiner Ebene. Okay, dann versuchen wir da schnell hin. Ja. Versuch da ganz schnell hinzulaufen. Jo, ich bin hinter dir. Beide bitte einmal mit in den Secret Chat. Oh, oh, oh. Okay. Warte. Ziehst du mich rein? Ah ja. So. Warte mal, wir ziehen dich mal hier noch ran. So. Also hier so, würde ich sagen, ne? Ja, okay. Ah, ja, ja. Du gehst gerade um die Ecke. Ja. Er tut mir so leid. Als ein Schuss durch den Gang peitscht. Verdammt! Wo ist denn die? Wo sind die? Es ist Rai. Okay.
Willst du, dann mach mal einen Angriff vor. Willst du mich schießen, oder was? Kann ich meinen Story-Punkt dafür nehmen? Ja, dann hast du auf jeden Fall einen Erfolg. Okay, ja. Dann muss ich kurz überlegen, ob, ich was hat machen. Sie denn? Und dann muss ich Ranged würfeln, ne? Ja. Ich benutze... Oh ja. Dann benutze ich einen meiner Story-Punkte für die Rüstung. Okay, bis jetzt ist 1 gegen 1. Sei denn, Rival noch pushen. Ja, ich muss pushen. Also. Als du pushst, Rai, siehst du plötzlich, wie meine Augen gelb werden und ich sage... Du auch? Du auch? Nur, dass es nicht so wie ihr denkt. Was? Okay. Ach so. Meine Augen werden gelb. Dann werde ich weiter, ja. Und dann sage ich einfach, Sperre aufheben. Eliminierung eingeleitet. Ich muss dich zerreißen. Und dann schieße ich sie kaputt. Treffe ich denn überhaupt? Nee, du hast dann einen noch. Dann okay. Will ich aber... Moment. Ich habe doch auch mein... Du kannst aber, wenn du... Hey, geht das nicht? Wenn du Panik hast, kannst du doch gar nichts mehr machen, oder? Warte. Deswegen okay. Ist jetzt quasi... Warte. Ich habe doch diesen... hier dieses Alien gewürfelt, ne? Ja. Ach so, du willst deinen. Ja, dein ich will Dinger, das ignorieren. Foto. Okay, kannst du machen. Okay. Ich will mein Foto benutzen. Dann habe ich. Deine letzte Menschlichkeit hält sich an dem Gesicht deines Bruders fest. Als Zeichen drückst. Für ihn. Ich habe nur mal jetzt einen von meinen Storypunkten, um mir Rüstung zu machen, ne? Oder warte mal, hat die überhaupt Rüstungsdurchdringung, die Waffe? Ich weiß es nicht. Ich habe mit der Boltgun geschossen. Was hat die denn? Steht, glaub ich, dabei. Die macht 3 Damage auf jeden Fall. Oh, Entschuldigung, ich wollte gar nicht drücken. Weg damit, war nicht passiert. Mach das aber wenn dann geheim. Warte. Ne? Würfel dann für dich nur, damit das keiner von den anderen sieht. Meinst du mich? Das haben sie jetzt eh schon gesehen. Ach, scheiße, stimmt. Scheiße. Ah. Ah, vielleicht denken die ja, wir kämpfen gegen irgendwie. Die Piraten. Ja. Ich mach mal jetzt auf Private GM. Okay, ja. Das ist schlau. Die hat keine Armor Piercing. Okay, dann würde ich einen meiner Storypunkte ausgeben, um einen. Warte mal, ich kann sowieso Rüstung. Naja, damit hast du ja nur den einen Schaden negiert, aber die macht dir trotzdem noch einen Schaden. Boltgun macht. Du kannst ja erstmal Armor würfeln. Genau, ich würfel. Wie mach ich das? In deinem Bogen oben rechts Armor unter Striss direkt. Was machst du mir dann? Alter, das ist traurig. Ich hab noch eine Frage. Ja. Ich habe ja jetzt 2 Erfolge gehabt. Krieg ich da noch was extra? Ich hab du ja wolltest ja Schaden nehmen, oder? Ja, ich hab. Hat also die Waffe macht insgesamt 3 Damage. 3? Ja. Die Boltgun steht, macht 3 Damage. Ja. Und dann hatte ich 2 Erfolge. Das heißt, das sind 4 Schaden, oder? Oder 5? Du hast 2 Erfolge? Du machst ja. Nur einen Erfolg. Nee, 2. Den einen machst du halt nur ich weg. Ich hab einen Storypunkt und den Erfolg. Einen macht Jan ja auch mit einem Storypunkt okay, weg. Okay, so dann habe ich einen Erfolg, ja. Genau. Ja. Okay. So, Jan ist auf sein Androiden-Protokoll geupdatet. Oh ja. Eieiei. Ich dachte oh, Mann. Schon, du okay, auch. Du machst also 3 Schaden an Lea. Ja. Holy moly. Okay. Als die Bolzenschüsse... Ist das jetzt mein Androiden-Ding? Nee, das ist gar nicht mein Androiden-Ding. Und dann siehst du, wie weiße, milchige Flüssigkeit in dem Anzug austritt. Kein Fleisch! Oh Mann, ey. Ich will dann und wegrennen. Dann, ihr beide mal initiieren. Okay, ja, stimmt. Inni, macht Sinn. Würfel am besten verdeckt einen W10, dann gucke ich einfach so. Wie mache ich das denn? Private GM Roll. Ein W10 da unten anklicken, würde ich jetzt sagen. Okay, ja. Oh Mann, ey. Du hast mir kaputt gemacht. 4, Davis fängt an mit einer 5. Okay, dann mache ich Full Auto in die Fresse rein. Kann man Story-Punkte für Inni nutzen? Nee, ne? Nee. Eieiei. Full Auto, das heißt, ich hab plus 2 auf den Wurf und hab insgesamt 8, 12, 14 auf Was Range. Ist das denn für ein OP-Ding, ey? Oh boy. Oh Gott. Ja, gegeben, die Scheiße. Warum gabst du ihm die? Okay, ich würfel auf 14. Hat ihm, glaube ich, ausgehend nicht. Ich hab mein Androiden-Profil noch nicht. Das heißt, ich würfel einfach jetzt 14 D6 einfach so. Eingestellt. Wo? 14 D6? Oh, what the fuck, ey. Du hättest mich, glaube ich, nicht nehmen sollen. Ich war gleich, eigentlich bin ich der Killer. Ja, wissen, ich konnte, Miller hat ja wieder einen Dings gemacht. Rennt da einfach hin, ey. Ich wollte Shem angreifen. Ups. Hättest du mal machen sollen. Ja, war wieder Schnettker-Aktion, okay. Ey. Okay, Range Combat. Nix. Zack.
Ich habe einen Bonus von 2 noch. Sag mir einfach, ob du mehr als 4 Erfolge hast, damit du hast 2 Successes gerade. Falls du das nicht selber siehst. Oh. Ich sehe da. Doch, ich sehe es. Ich habe 2 Successes. Ja. Das heißt, ich mach 6 Schaden oder so. Nee, tot. Nee, warte, stimmt gar nicht. Ich mach 4 Schaden, würde ich machen. Du hast noch deine Armor. Nee, oder? Hat er nicht. Ist Armor Piercing. Aber du kannst, glaube ich, nur in Deckung dodgen. Wie macht man das? Das muss ich mal eben schauen. So, Würfe. Fernkampf in Deckung gehen, Seite 62. Ey, das gibt's doch nicht. Die Ereignisse überschlagen sich. Oh, ja. Okay, dann muss ich gleich Full Rambo gehen und einfach alle erschießen. Geht auch, wenn ich das überhaupt überlebe. Ich glaube, ich werde es nicht überleben. Das Lustige ist, ja, du wirst gleich schon sehen. Okay, das kostet dich deine Aktion? Deine schnelle Aktion. Und dann kannst du halt hinter irgendetwas, was in der Nähe ist, in Deckung gehen. Du findest hier ein so ein olles Fass. Schnelle Aktion heißt, welche Aktionen muss, fallen da nochmal weg? Ich muss mal eben selber nachschauen. Du hast ja eine schnelle, eine langsame oder 2 schnelle. Ja, ich muss nur nochmal gucken, was die schnellen Aktionen waren. Wo steht denn da? Ach, da, Fast Action. Hä? Ach, hä? Wie kann ich denn das anschauen da? Edit Makro? Achso, da. Nee. Ah, muss ich das Journal öffnen? Handouts. Hä? Wo stehen denn nochmal die Aktionen? Wo waren das Journal? Hört ihr mich überhaupt noch? Alien RPG Rule Summary.pdf. Aber im Discord, ne? Ja, Discord kann ich ja gerade nicht. Oh, ich sehe gerade, ich habe meine plus 2 nicht bekommen. Ich hätte noch 2D, ne, warte mal, 1D6 den extra gehabt, weil der Yellow ist ja falsch, weil ich keinen Stress habe. Ich muss selber gucken. Hätte 1D6 quasi extra noch gehabt, ich roll den mal ganz schnell. Okay, ja. Wäre aber kein Success. So, Rule Summary. Mach auf. Ist irgendwie broken, der Link? Kommst du da drauf, Jan? Oh. Ich habe halt meine PDF hier offen. Moment, ich bin dumm. Das war ja schon offen. Was machst du denn Schönes? Das steht doch da gar nicht drin. Was erzählst du mir denn hier? Hier standen doch... Aber Cover hat ein Armor-Rating, das ist doch egal, oder? Hier ich hab doch Armor. Das ist doch hier ein Handout in Alien. Ja, deswegen, ich such's Action grad. Economy. Wo ist das denn genau? Das ist einfach nur ach, da drunter! Fast Action, ihr ne? Macht mich fertig. Ja. Dann verliere ich eine Fast Action, hast du gesagt. Dann hätte ich nur noch eine Fast Action, oder? Oder eine Slow Action. Sieht denn der Android verwundet aus eigentlich? Ja, den hast du gut reingejagt. Dann aber du hast nur einen Schuss gehabt. Was? Du hast nur einen Schuss gehabt. Wie, ich habe nur einen Schuss gehabt? Das ist doch eine verschissene, das ist doch hier so ein Dingens da, oder? So ein One-Shot-Harpune, oder? Nö. Ne, machen wir gleich, jetzt macht erstmal den Zug. Ich würde dann tatsächlich... Warte mal, man hat 2 Fast-Action, sagtest du? Ich muss nochmal nachgucken. Ja, passen. Okay, dann würde ich natürlich um die Ecke covern. Hier. Also gleich schon mal, du musst mit einer Slow-Action reloaden, das Ding. Okay, genau, wow. Du kannst dich hier in Deckung begeben, würdest dann dadurch 5 Armor bekommen. Die also egal ist, weil ich Armor-Piercing hab. Ach so, wow. Ja, aber die pierst ja nicht alles. Doch. Nee. Wirklich nicht? Uh-uh. Okay. Dann weiß ich nicht, was die pierst. Die macht 2 Schaden. Sind natürlich hier gerade die wichtigen Seiten nicht offen. Alter, ich hab da auch jede Regel jetzt rausgeholt, die ich nicht kenne. Wie viel Schaden hättest du mir gemacht? 4. Wirf mal W5, W6 erstmal, dann ist ja. Wenn du gar keine 6 würfelst, ist eh egal. Wer, ich? Ja, du gehst doch jetzt in Deckung, oder nicht? Ich wollte erstmal jetzt wissen, 4 Schaden an welcher. Und hat Armor Piercing, ne? Ja. Ja, ich gehe in Deckung. Okay. Dann 5W6 bitte. 5W6. Ja.
War da eine 6? Achso, ja. Eine 6, die wird aber durch Armor Piercing ignoriert. Deswegen kommt der volle Schaden durch. Ja, wow. Okay. Ach so, ich dachte, ich habe 100 pro Arm. Ja, okay, egal. Nee, das ist leider, du musst die würfeln, ja. Deswegen habe ich auch gerade drei Schaden gekriegt. Nee, das wusste ich nicht. Ist egal, ich wäre so oder so dann anscheinend tot. Macht dich das direkt auf 0, oder? Ja, ich bin auf 0. Ja klar, ey, wenn der 17 Würfel da hat, ey, was willst du da machen? Ja, du kriegst ja erstmal eine kritische Verletzung, bist ja noch nicht tot direkt. Du hast dir das einzige Ziel ausgesucht, was dich wahrscheinlich tötet, ey. Alter. Aber warte mal kurz. Wenn ich noch einen Erfolg hätte, würde ich dann noch hätte ich dann noch ein Leben oder wäre ich dann auch tot? Dann hättest du noch ein Leben. Kann ich dafür einen Storypunkt opfern? Du hast noch einen. Ich habe zwei. Ja. Oder ich hatte zwei. Wenn ich habe auch einen benutzt, ich mach meinen. Ja, dann mach ich das. Dann habe ich noch ein Leben, ne? Okay. Kann ich meinen Storypunkt nutzen? Ich benutze meinen Storypoint, um 5 Damage zu machen. Wow. Den ganzen Punkt, ey. Ja, schon mal leid. Ich kann mich nicht erlauben, dass ich jetzt down gehe. Ich hab noch eine Ich kann wenigstens essen gehen. Du bist noch nicht tot. Ach so. Ja, jetzt liege ich da. Ich roll erstmal für dich. Doch, vielleicht bist du doch tot. Er schießt dir in die Wirbelsäule, sodass du querschnittsgelähmt bist. Okay. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Erledige mich. Oh ja, mit Freude. Du siehst das Letzte, was du siehst, sind gelbe Augen. Die sagen, Fleisch. Ziel liquidiert. Nein. Und dann schießt sie den Kopf. Gibt es eigentlich auch irgendein Spiel, wo du nicht eine OP-Waffe hast? Nee, ich hab die ihm gegeben, tut mir leid. Ich hab sie gehabt, ey. Was meinst du, ob ich die wollte? Ja. Was meinst du, ob ich die Schrotflinte noch hab? Ja, dann können wir erstmal wieder zurück in den anderen Raum. Ja. Ich würde dann übrigens, wenn ich ihn erschossen hab, würde ich mich dann direkt verpissen. Wohin? In den nächsten Lüftungsschacht. Okay. Ist mir egal. Oh Mann, jetzt muss ich ja die ganze Zeit Kamera und darf nichts. Ja, es tut mir leid, Mann, aber du hast dir genau das falsche Ziel ausgesucht. Ja, du hast ja andauernd in jedem fucking RPG eine OP-Waffe, das ist unfassbar. Das Dumme war... Ja, das da kann ich ja nichts für. Jedes Mal. Aber sag nichts, dass ich der... Nein, natürlich nicht. Ich muss mich einfach und geh essen. Okay, sorry. Also, ihr könnt ruhig darüber kommen, ne? Ihr braucht jetzt hier nicht bleiben. Ich würde mich aber da verstecken, ne? Kannst du mich ziehen? Ich kann ja... Ich würde ungern das... Obwohl, ich mach selber schnell Scheiß drauf. Das klingt einmal wie ein Einschussgerät und dann wird eine automatische Salve abgefeuert. Zweimal. Wir haben ja noch die Kommunikation, oder? Mit der wir auch mit Reed telefoniert hatten. Ja, dann würde ich einfach mal durchfunken. Was ist da los? Ich glaube, da antwortet niemand, oder? Nicht mehr. Nein. Da antwortet keiner. Verdammt! Wir müssen uns beeilen. Wir müssen erst den Stairwell sperren. Ansonsten haben wir keine Chance mehr. Ich würde in der Zeit während diesen Napalm holen, in den Raum und einen Tisch nehmen und einfach hier so hinlegen, damit man da Deckung hat. Wenn ich eine Zeit noch habe, auch noch hier. Ja. Tischbarrikade ist errichtet. Wir müssen uns beeilen. Sobald wir den Napalmfässer angezündet haben, gehen wir runter zu den beiden und schauen, was los ist. Die Kommunikation ist abgebrochen. Die Napalmfässer stellt ihr quasi in den Verbindungsgang, oder? Ja, der so eine OP-Waffe, das ist unfassbar. In jedem RPG ist so ein Power-Gamer, ey. Ja, habt ihr geschafft. Wollen Sie warten, auf den richtigen Moment warten und um von denen. Jetzt kann ich nichts machen, außer einen Bildschirm anschauen, 2 Stunden. Nun ja, vielleicht haben die auch den Aufzug dann genommen, wenn da unten Schüsse waren. Ist es möglich, also, es ist zeitlich eigentlich nicht möglich. Oder? Wahrscheinlich heißt das, was es ein Alien war. Ja, wahrscheinlich war es ein Alien. Wenn das Alien jetzt schon 2 eventuell erledigt hat und wir keine Antwort bekommen, sind Sie sicher, dass wir wieder zu zweit hinwollen? Gut, zünden Sie die Fässer jetzt an und kommen Sie mit. Könnte auch geschwächt sein. Okay, ja, dann zünde ich da einmal eine Feuerladung auf die Fässer. Und dann komme ich mit. Okay. Ja, liebe Zuschauer, da tut mir leid, weil ich meine Figur jetzt auch nicht verschieben kann. Und eine unglaubliche Hitze strahlt euch entgegen, trotz eurer Schutzanzüge. Schützu. Okay.
Ja. Ich glaube, wir haben einen starken Schiff zu zerstören jetzt gerade. Da fliegt nirgendwo mehr hin. Ja, ab nach unten. Als ihr den Gang runterkommt, dann könnt ihr euch ruhig weiter bewegen. Why? Miss! Siehst du dort, wie Rai mit einem Kopfschuss auf dem Boden niedergestreckt wurde? Ein weiterer Schuss ging anscheinend mitten durch ihre Wirbelsäule. Oh mein Gott! Oh, hi! Ich schaue mir die Schüsse genauer an. Ich schaue mir die Leiche an. Ja, die Leiche. Ich gehe in die Richtung von dem Gang, falls du das rauskommst. Ah, okay. Na, wie gesagt, also er hat einen Kopfschuss bekommen und einen Schuss einmal durch den Bauch hinten wieder raus, durch die Wirbelsäule. Könnte das Kaliber aus der Pistole von Lea sein? Das Kaliber ist von einem Sturmgewehr. Lea hatte kein Sturmgewehr, oder? Eine Boltgun, soweit ich weiß. Ein Sturmgewehr müssten wir mitkriegen, weil es schon richtig groß ist. Irgendwer hat ein Gewehr gehabt, ich weiß nicht mehr wer. Ja, war es nicht Lea? Hat die mir getauscht gehabt? Ach nee, Rai hatte eine Boltgun. Was hast du dir gegeben? Mein Gewehr, glaube ich. Wer hat denn die Ding sauber gemacht? Also ich hatte einmal ganz kurz einen Assault Rifle, weil ich es getauscht habe gegen meinen Flammenwerfer, um die Lüftung sauber zu machen. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Sie beide gehen zum Fahrstuhl. Ich untersuche noch die Leiche. Ist der Fahrstuhl auf dieser Ebene oder ist er auf anderen gerade? Der Fahrstuhl, den müsstest du rufen. Ah. Ja, ich sehe jemanden. Ja, gut. Was? The fuck? Ja. Leute, warum ist da keine Tür drin? Ne, du hast da nichts gesehen. Ich hab sie gesehen. Du hast da nichts gesehen, halt Schnutz. Ich hab nichts gesehen. Ich besuch die Leiche nach Waffen. Meine Vater Morgana. Ich rufe den Fahrstuhl. Rechts ist sauber. Ding. Okay, der Fahrstuhl ist da. Ding. So, was hat der Wilson gemacht? Ich habe nur rechts in den Raum geguckt, ob ich da jemanden sehe, aber da war jemand. Okay, nee, ist keiner da. Ich möchte einen Powerloader holen. Wo immer der ist. Den hast du unten in der Landungsbucht gelassen. Ich denke, ich später erst. Will ich nicht alleine holen. Was macht der Miller da noch? Ich untersuche die Leiche nach Waffen. Die hat eine Boltgun. Oder was hat sie noch? Und eine Fire Axe. Den Motion Tracker. Den nehme ich mir doch. Ich würde mir dann noch mehr Munition für die Boltgun mitnehmen. Ja, ich stecke die Munition ein und gebe die dann Wilson. Ihr seid. Achso, da bist du ja schon wieder. Da sind sie ja wieder. Ja, hier ist alles frei. Ich weiß nicht, woher das gekommen sein sollte. Da ist noch ein Lüftungsschacht, aber sonst. Hier nehmen Sie schnell die Munition für die Boltgun. Gerne. Wie viel sind das? Ja, wie viel ich gehe Rounds? Davon aus, die können mich nicht hören, deswegen kann ich reden mit den Zuschauern hier. Ah, die Boltgun. Ich gehe stark davon aus, dass Jan, also Lea, alles niedermähen wird. 14d6 ist einfach OP. Ja, ich kann ja einfach rein und durchballern. Vier Rounds sind noch drin. Julia, eigentlich zu erschaffen, von hinten noch von vorne nochmal? Von vorne anscheinend. Okay. Im nächsten Moment stürmt eine panische Ava 6 zu euch den Gang entlang. Also, sie sind mir auf den Fersen. Wir müssen in Deckung gehen. Das ist eine Sache übrigens. Wer? Warum die ich Leute, die das Schiff boarden wollen, ungern sie mit sind Jan über den anderen Gang gekommen. Unten bei den Forschungslaboren.
das auch auf. Okay, dann dieses Fass lässt sich ja rollen, oder? Ja. Ja, dann schon mal jemand versucht, Deckung zu... Stell ich das da hin und tritt dagegen, damit es den Gang runterrollt. Okay. Kann man hier da schnell so ein Sofa, was hier ist, hier reinrollen? Ich will noch meinen Satz Deckung bringen. Stellen aus den Räumen, wo anscheinend allerlei Sperrmüll drin liegt, was holen. So, manchmal spiele ich ungern mit Jan. Also zu 99% sehr, sehr gerne. Aber dieses 1% ist halt immer in den Kälteschlaf gebracht. Aber diesmal kann er ja anscheinend nichts dafür, glaube ich. Die Waffe war diesmal nicht von ihm. Ja, das konnte ich noch schaffen. Jetzt sehr gut. Aber in anderen Spielen immer OP-Waffen. Immerhin die Mission wurde abgeschlossen. Dann hole ich mir einfach so ein... So. Ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Matratze, ich denke mal, Lea... Oder Decke. Wird vielleicht probieren, die anzugreifen. Bloß, das ist, glaube ich, gerade ziemlich useless, dass wir den Stairwell angezündet haben. Wenn wir am Science-Modul... Die können uns nicht in den Rücken fallen. Die können uns nicht in den Rücken fallen. Okay, du willst dir so ein Bettgestell dir holen. Ja, mit dem Matratzenschutz und dann hervorschieben und bei der Mauer... Ja. Ja, ich glaube, die haben auch sind keine jetzt, Chance mehr. Nicht sehr dicht, die Dinger. Du stellst hier wobei, so ein halbes bisschen, hast so ein bisschen Deckung dahinter und dann geht ihr in Schuss. Ich zieh mal Ray hier raus. Grip. Benny, Mission versagt. Ja, ich gehe mal eben nochmal mit Jan in den Secret Room. Der für alle dabei. Rippe. Der alte Verräter, war ja wieder klar. Bloß wer hat wen verraten? Ich meine, er ist abgehauen. Aber sie. Es. Wer weiß, wer weiß. Da kommen Gegner. Okay, ich bring mal eben kurz einen von meinen Leuten auf. Der hat ja nicht ja geimpft, ne? Der hat sich doch alle geimpft. Ja, der hat ja einen Fehler bekommen. Phase 2 ist doch, man wird aggressiv und greift random Leute an. Aber da verändert man sich doch auch schon, oder? Guck mal, die sind schon drauf gekommen. Nee, auf der Brücke, die hatten auch beide keine Veränderung. Stimmt. Nur, dass er der fucking Android ist! Ich weiß gar nicht, hört man mich jetzt überhaupt noch? Ich glaube ja, ne? Finde ich gut. So, jetzt wo ein bisschen ruhiger ist, weil der Spielleiter mit Jan bzw. Lea im anderen Raum ist, glaub er wird versuchen, sie abzufangen, wenn die irgendwie alleine sind. Und die haben keine Chance mehr. Ich hatte ja sogar den Überraschungsmoment und die gute Boltgun, deswegen dachte ich krieg ihn vielleicht, weil ich wusste, er hat wenig Leben. Hätte ich ja auch, wenn er nicht ein fucking Android gewesen wäre wahrscheinlich. Aber 14D6 ist natürlich absolut overpowered. Wahrscheinlich abgeknallt, weil Davis bemerkt, dass es Placebos sind. Du hast mir Placebos gegeben. Aber ist natürlich jetzt Langeweile des Todes für mich. Ich hatte sie schon die 10. und es kickt nicht. Das ist das Problem bei PvP. Das sind Entzugserscheinungen. Also wäre jetzt für Jan, also für Lea genau dasselbe gewesen, hätte ich sie umgebracht. Mussten das jetzt beide machen, aber es ist halt todeslangweilig. Wenn er jetzt hier die ganze Zeit nichts mehr machen darf. Okay. Die auf uns. Man sieht, wenn privat gerollt wird. Okay, das ist natürlich doof. Wir können jetzt eigentlich auch den Aufzug nehmen, nach oben fahren und die wegstreben. Wir können den Aufzug nehmen, nach oben fahren und einfach das so oder nee. Ihr hört dann hier den Gang drunter eine Stimme durch die Hallen hallen. Ergebt euch, meine Freunde! Er sieht uns schon. Wer weiß. Wenigstens kann ich jetzt vielleicht wäre es ja doch eine gute Idee, jetzt sich doch zu ergeben.
haben uns angerufen, dass wir schießen. Wir sollten uns nicht ergeben. Wenn wir gleich auf den Gang kommen und ihr die Waffen draußen habt, pulverisieren wir euch. Das ist euch bewusst, ja? Oder kleiner Trick mit dem blöden Feuer hilft auch nicht weiter. Wir sollten den Fahrstuhl nach oben fahren, das Raumschiff von den klauen. Jetzt, wo wir hier unten sind. Eva Six, wo haben Sie angedockt? Sie haben über die zentrale Luke angedockt. Oben auf Deck A. Wie sind Sie dann so schnell runtergekommen? Schnell ist relativ. Sie haben auch einige Zeit mit dem Napalm verbraucht. Gut, nehmen wir den Fahrstuhl. Anscheinend Deckpläne. Wir ergeben uns. Geben Sie uns kurz Zeit, unsere Waffen fallen zu lassen. Kluge Wahl. Und jetzt zeigt er, was dieses Schiff zu bieten hat. Okay, alle gehen in den Fahrstuhl. Deck A vermute ich. Jo. Okay, schauen wir uns den Raumschiff. Okay. Kommt dann auf Deck A wieder raus. Da. Sehe ich jetzt eigentlich leer? Aber ich glaube nicht. Nee, hat doch nichts. Oh mein Gott, mein Anzug ist weg! Von mir hast du den noch. Oh. Ich brauche keinen mehr. Ich hab noch einen. Ja, bei mir hat nur Schemmel einen Anzug. So, hier, ich könnte auch ohne rumlaufen. Ich würde irgendwas in die Tür machen, um die zu blockieren, damit der Fahrstuhl nicht runterfahren kann. Wär's mit der. Okay, dann einen Heavy Machinery Wurf. Ava 6 wird dir auch dabei helfen. Was tust du dazwischen? Das hoffe ich. Tust du dazwischen zufällig die Weiland Yutani Keycard? Nee. Also ich so ein Ding hinnehmen. Ich hab nur eine Cutting Torch. Da liegt so. Doch hier, okay, die sieht deine kläglichen Versuche, die Tür zuzumachen und zu verriegeln und hilft dir dann. Lassen Sie mich, Sir Wilson. Danke, Sie sind ein super Modell. Nein, danke, nur Modell 6. Okay, was macht ihr dann? Gibt ein Supermodell. Supermodell. Aber welche ist das jetzt? Die Haupt. Die obere. Ne, die. Ehrlich? Und das Feuer ist hier drunter. Das Feuer hier habt ihr da in dem Treppengang gelegt. Achso. Nee. Doch. Das ist die Angabluke und darüber ist das der Zwischengang hier, die Treppe praktisch. Alter. Ich schleiche. Gibt's okay, dann gehen wir mal einen Mobility-Wurf. Wenn ihr alle schleicht, dann nur der Schlechteste. Oh. Ist auf jeden Fall ein interessantes System. Macht ich hab Bock. 5. Auch mit diesem Werwolf-Verräter-Ding. Also 5 Würfel insgesamt. Aber 2 Verräter ist natürlich übel. Was war das? Mobility. Werden nicht übel im Sinne von schlecht sein. Mobility habe ich. Übel für die jetzige Gruppe. Ich rede jetzt auch drüber, weil die nur über ihre Mobility reden. 4. Ich mach das. Naja, ich habe ja noch Stress. Geht dann auch alles dran mit. Ist halt ärgerlich, dass man dann genau auf den anderen zieht. Wir sind Stress nicht mitgerechnet. Ich auch nicht. Der auch noch einen fucking OP-Waffe hat. Das regt mich gerade fast auf. Auch mehr als ich. Oh, ich hab 4 Stress. Leise jetzt! Leise! Kann man hier auch durch den Belüftungsschacht? Kann es auch durchklettern, ja. Dann würde ich da durchlaufen, oder? Kannst du machen. Überraschung. Weil es da in der Wache steht. Kannst du machen, Benny. Okay, gut. Aha. Ging nur wegen der Kamera, dass ich jetzt alle von euch sehen kann. Gib mir mal eine Minute. Alter, das ist ja hier. Reed. Ah! Rip Reed. So, oder? Ich dachte, es war auch erst so ein Stück. Der Spielleiter Benny, der hat mir gerade geschrieben, dass ich das Wachpersonal irgendwie des anderen spielen kann. Damit ich hier nicht mich kaputt langweile anscheinend. Okay, so. Dann wieder zu bin euch mal zurück. Ich bin gespannt, wie das funktioniert, weil wir können uns beide nicht absprechen. Jetzt durch die Luke. In einer Hand die Cutting Torch, in der anderen Hand die Pistole.
Ich muss mal kurz nach meiner Pizza schauen. Die habe ich mir nämlich jetzt reingemacht, weil ich dachte, ich bin raus. Kettenschwert. Weißt du, wie du eigentlich unten rüber müsstest, Cem? Mit der Daisy. Mit der Daisy. Okay, ihr seht dann dort die Leiter zur Sortillo hochgehen in die Nabelschnur der Sortillo. Los geht's. Die dauert noch eine Weile. Dann kopieren wir euch mal. Wer zuerst? Ich würde vorschlagen, ich gehe wegen dem Flammenwerfer. Ja, sprecht euch mal ab. Okay, das ging schnell. Ich würde sagen, eigentlich Ava 6 sollte zuerst gehen. Ja, stimmt, die hat wahrscheinlich noch nicht so viele Probleme im Feuer. So. Mal eben nochmal zu Jan zurück. Aha. Okay. Ah, jetzt habe ich jetzt hier so... Auf dem Schiff drauf. Jetzt wirst du die Schleuse zerstören, dass sie nicht mehr reinkommen. Zuschweifen. Jetzt habe ich hier irgendwelche komischen Leute. Gleich gehen wir auf das Schiff und vor uns ist Leia Davis. Er dachte, ich bin tot. Ich habe gehört, die hatten Pillen. Follow and protect Bulagi, no matter what it costs. Okay. Was da für Waffen habe ich denn? Ohne Pulsweifel, 3 und 2 macht ja gar nicht so viel Damage. Power 0, Range Long, okay. Dann, aber wenigstens dann, genug Leben dann, und das hier ist... Kann ich nicht anklicken, okay. So. Seid ihr auf der Sotillo angekommen? Können wir jetzt hier schon gleich abdocken? Ja, könntest du tatsächlich schon die Schnur rausziehen, wenn du aufs System zugreifen könntest. Okay. Können wir das? Ihr seht gerade nur den Raum hier, ja? Ist richtig. Mhm. Okay. Und der Cutting Torch könntest du doch quasi schon die Ding zuschweißen, oder? Dass sie uns jetzt nicht in den Rücken fallen können, sondern da gefangen sind, oder? Na gut, die haben wahrscheinlich auch eine Cutting Torch. Ungefähr 10 Minuten für. Ah, gut. Aber ein bisschen zu lange wahrscheinlich. In der Zeit könnten wir uns schon vielleicht zur Brücke vorkämpfen. Erstmal müssen wir engagen. Ich weiß nicht, wie rüberkommen die Piraten von unserem Schiff wieder. Also ich knall einfach alles ab, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Also schnell sind die auch wieder nicht. Gehen wir schnell. Ich meine, die warten gerade unten, dass wir kurz was wieder hier die Waffen fallen lassen, kommen in die Ecke und sehen uns nicht mehr und dann kommen sie wahrscheinlich und folgen irgendwann direkt. Dann hier ab. Für Zeit haben wir Leute. Das nehme ich als ein Ja, Marvin. Hä? Hat er nochmal bei WhatsApp geschrieben. Achso. Deswegen will ich erst Schiffe abtrennen von unserem Schiff. Achso, ja. Wie entscheidet ihr euch? Captain. Captain. Benutzen Sie die Cutting Torch. Cem, wir gehen zu dritt weiter. Oder warten Sie, Ava 6, können Sie die Cutting Torch benutzen? Ja, natürlich. Cem. Ich gebe Ava 6 meine Cutting Torch. Warte, kann sie? Also ja, die kann sie benutzen. Aber ich bin nicht für Maschinentätigkeiten ausgelegt. Sollte dann ich das nicht lieber machen, Captain? Ist das dieser Bonani? Gut, Cem, ne? An die Arbeit. Wenn wir es nicht schaffen, werden sind wir alle tot. Damit müssen wir wohl leben. Dann versuche ich jetzt hier die Tür zuzuschweißen, ne? Ja, alles klar. Dann können die anderen sich ins Schiff bewegen. Cem ist occupied. Also hier lang. Ein langer leerer Gang erstreckt sich vor euch. Ich sehe übrigens jetzt auf der neuen Map die Charakter nicht mehr, ne? Wegen Kamera. Hast du deinen deselected? Ich nehme alles zurück. Ich nehme an, die Tür am Ende ist die wichtigste. Wer weiß. Aber sie ist nicht in meiner Reach. Macht, Pignon, mach mal einen. Warte mal. Ne, warte nochmal.
On momento, Tür zu hier. Pignon, mach mal einen, wie hieß denn das? Mobility-Wurf. Mobility? Ja. Ja. Okay. Helm. Der von euch mit dem besten Observation-Skill macht mal einen Observation-Wurf, als ihr die Tür aufmacht. Das sollte ich sein. Ich hab, ja, eins. Vier. Ich hab fünf. Okay, dann sollte ich das nicht sein. Jawohl. Will Mr. Wilson da was einsetzen? Boah, ich glaube, ist nicht schlecht. Ich glaube, Marvin, liegen kannst du noch hinstellen, wo du willst, ne? Jetzt noch, ach so, warte. Was weiß ich denn? Kannst du gern mit mir in einen anderen Raum, dann musst du mich nur ziehen. Ja, okay. Dann kommen wir mal rüber. So. Schade. Quasi die, ich hab die rechte Zeit... Hand von Bulagi, dem der euer Schiff da geändert hat. Und bist zusammen mit der Kapitänin Bane hier zurückgeblieben, um euer Schiff zu sichern. Und außerdem ist auch noch der kleine Schiffsmechaniker-Junge Horton mit an Bord, der wahrscheinlich nicht im Kämpfe mit eingreifen wird. Okay, und was weiß ich im Grunde, wenn die Tür jetzt aufgeht, weiß ich, es sind keine freundlichen Leute, oder? Ja, ihr habt euch also schon hier verschanzt und macht quasi einen Ambush gerade auf die... Okay, also ich weiß im Grunde, wenn die Tür aufgeht, es sind Feinde. Ja, dann möchte ich mich nämlich, dann hätte ich nämlich gerne hier einen Stuhl vorgestellt. Na gut, da sind so Slide-Türen. Ach so. Die zur Seite so sliden. Nee, nicht zum Versperren, sondern, aber weißt du, ich hätte hier einen Stuhl gerne hingestellt, dass ich mit so einem schiefen Winkel, auf die ballern kann, wenn die Tür aufgeht, mit ein bisschen Deckung. Kannst du ja hinter den hier ziehen. Ja, dann stehe ich halt, was denn jetzt so frontal? Ja, ich möchte halt ungern komplett frontal stehen, ne? Also eher hier so. Ja, dann habe ich immer noch Schuss hier drauf, ne? Ja, ja. Ja, würde ich gern machen und dann hinter dann Deckung, ob den Stuhl oder irgendwas. Hauptsache Deckung. Einen wunderbaren Stuhl. Okay. Sonst noch Fragen? Waffen siehst du ja bei dir. Ja, wenn ich das richtig sehe, habe ich eine Pulsrifle mehr nicht, ne? Ja, das Ding, mit dem Jan dich niedergeschossen hat. Ja, natürlich. Jetzt Vergeltung. Ja, der hatte wie viel nochmal? 15 Würfel? Alter, ja, der hat als Androide, wird er halt geboostet. Ja, ja. Ah, okay. War das bitter. Warte, ah, Moment mal kurz. You don't wanna... Dieses Overkill. When you make a panic roll. Aber sagst du mir dann, was das Overkill ist, bestimmt. Ja, die halt. Wird, glaube ich, nicht mehr dazu kommen. Ich glaube nicht. Ich stirbt entweder ein Team oder... Ich knall die jetzt alle nieder. Oh, ja. Okay, dann gehen wir mal wieder rüber. So, Dale. Wilson, wolltest du noch pushen? Ich hab schon einmal gepusht. Ach so. Der hat okay. Push verkackt. Dann geht die Tür auf und Marvin oder Pignon, du bekommst einen freien Schuss, genauso wie Helen Bane, die voll beide auf Wilson zimmern. Sehe ich. Wen sehe ich? Na, Wilson, wie er gerade die Tür aufmacht. Nur Wilson? Sonst sehe ich keinen. Und Miller siehst du auch noch dahin. Ich knall auf Miller! Hey, wenn die anderen beiden auf Wilson schießen, dann schieße ich natürlich auf Miller. Also, Bane schießt auf Wilson. Der Junge da unten, der versteckt sich eher. Wenn Bane auf Wilson schießt, schieße ich auf Miller, ja. Okay, na gut. Dann gib mir mal deinen Feuerwurf. Ranged, ne? Ja. Kannst, glaube ich, direkt das Gewehr klicken. Ich push. Schieß mal eben direkt mit dem Gewehr. Okay. Brauchst auch nicht mehr hier verdeckt. Ja, sehe ich gerade. Jetzt mal. Hä? Jetzt hat Y gewürfelt und nicht ich, weil ich gerade als Y bin. Wenn ich aufs Gewehr klicke, dann schießt Y. Lustigerweise. Fuck. Warte, ich drück nochmal einfach. Vor allem, jetzt steht, es ist Private, weil ich nicht Private bin. Lul? Weil ich noch mit Y verbunden bin hier als Player. Ich bin noch als Y eingeloggt, wahrscheinlich. Warte mal, kann ich das hier eben einen anderen zuweisen? So, jetzt müsstest du die haben. Ich drück nochmal aufs Regel. Nö, ist immer noch komischer Waywurf. Mach mal F5. Ich knall in der Zeit schon mal auf Wilson. Ja.
Oh Gott, oh Gott. Yep. Ach, ich habe auch was entdeckt. Warte mal, das können wir ja mal revealen. Mhm. Ist denn hier alles verdeckt? Bei mir ist auch, obwohl ich Public hatte, ist immer verdeckt. Oh Gott. Ich würde gerne meinen Talent einsetzen. Okay. Mhm. Was war das? Nein, ich kann mal eindrücken. Ich drücke. Achso, nee. Achso, ich kriege das gar nicht in den Chat. Nee, ist personal immer verdeckt. Safety. If you are attacked or otherwise end up in fatal danger, and if another PC or a friendly NPC is within short range, you can make a manipulation roll. If you succeed, you can you see the threat coming and find a clever way to make the other character suffer the attack or hazard instead of you. Ein Stress. Ja, ich habe ein menschliches Schild. Okay, dann machen wir den Manipulationswurf. Wen nimmst du dafür? Ja, ich hatte zwar immer Differenzen mit Miller, aber ich nehme einfach mal den Roboter. Ey, was Six wird als Schild missbraucht. Was tun Sie, Mr. Was kann ich mit meinen 3 Successes machen? Kannst Schaden dazu kaufen. Oder halt bei Range Combat gucken, was da sonst noch so gibt. Beziehungsweise, ich mach doch mit meiner Waffe, wenn ich das jetzt richtig sehe, 2 Schaden, ne? Du hattest das Pulse Rifle, ne? Mhm. Ja. Pro so. Success 2 Schaden. Und wer, ist das dieselbe Waffe, die ich schon kennengelernt habe? Nee, tut mir leid, das ist nicht pro Success 2 Schaden. Das ist 1 Schaden pro zusätzlicher Success. Ja, 4 Schaden. Nee. Oder doch. Du kannst pro Success macht die 2 Schaden. Ich hab der dich ja gerade mehr egal ist. Aber du kannst doch pro Success die einen Schaden dazu kaufen, oder? Bei Ranger. Ja, ja. Einmal Success zum Treffen und dann einen Damage pro extra Success. Ja, dann komme ich doch auf 4 Schaden. Ich habe 3 Successes. Achso, nicht, war bei Bane, Entschuldigung, ja. Ja. Also ich mach 4 Schaden, ne? Ist meine Waffe Armor Piercing? Ich weiß nicht, wo man das sieht. Ja. Ja, ist Armor Piercing. Ja, wie gesagt, 4 möchte ich auf Miller schießen dann, ne? 4 Schaden. Okay, Miller hat einen Rüstungswurf. Obwohl er, glaube ich, vernachlässigbar ist. Ich dachte, ich habe Armor Piercing. Der könnte dich. Miller, du kannst auch für in Deckung dodgen. Das kostet dich eine schnelle Aktion. Ja, das mache ich dann sofort. Ist allerdings nicht so viel, das wird dann nur die Ecke sein, hinter der du dich verstecken kannst, gerade so eben. Und die gibt dir, warte mal. Was ist denn das für ein Wurf? Mobility? Nee, das ist umsonst. Aber du machst dann den Armor-Wurf mit 5 Würfeln, bitte. Also einfach mal einmal 5W6 würfeln. Okay. Moment. Ich meine, die hier sind das. So? Ja, genau so. Schaffst es aber nicht und wirst von wie viel Schaden zersiebt? 4. 4 Schaden. Und ich gehst damit auf 0, oder? Ich hab nur 3 HP. Okay, dann ziehen wir dir mal eine kritische Verletzung. Wie wär's mit Rücken gebrochen? Ich bin schwer geschossen. Was gibt's denn Schönes hier? Was denn nicht? Mehr nicht! Du kannst nicht mehr rennen, nur noch krabbeln. Ah, der hat ja Feuer abbekommen. So. Kann man noch hier so reinziehen? Ne? Steht Ava noch? Na, Ava kassiert jetzt erstmal. Achso. Entschuldigung. Ava hat. Oh Gott, ey. Wie viel hat die? 4 Successes. Muss mal gucken, wie viel die Pistole Schaden macht. Die hat die, den Deagle. Jan? 2 Damage. Ja. Oh, ich hab gerade übrigens offstream, ich konnte ja rüberreden wie ein Kommentator, die ganze Zeit über dich gemeckert. Ich weiß. Nein, war nur Spaß, habe ich wirklich nicht. Ich habe mich aufgeregt, aber nicht über dich. Er war schon ungünstig, sag ich mal so. Ich habe gesagt, ja, ist geil. Dass du immer die OP-Waffen hast. Aber diesmal nicht deine Schuld. Ava 6 wird von der Magnum vollkommen zersiebt. Überall spritzt ihr weiße Flüssigkeit ins Gesicht. Cem, du bist ja nächst! Achso, ich kenne die. Der Schild hält so lange, aber sie würfelt mal auf ihre Synthetic-Tabelle. Eieieiei. Die ich natürlich hier gerade nicht mehr drin habe. Aber ich habe ja hier so einen 6. Ne? Wo ist er?
Es war eine 5. Ich meine, wenn wir in meinem Buch gucken. Essen, dann können wir schon mal Initiative würfeln danach. Bin ich überhaupt noch dabei? Ja. Aber jemand müsste ein Erste-Hilfe-Kit auf dich anwenden, dass du wirklich Aktionen vollführen kannst. Bin dabei. Hast du nur ich hab noch ein Medikit, ne? Na gut, du selbst kannst es dir nicht geben. Du bist da gerade am Vernippeln. Ich sehe nur, wie Ava Six als Hero-Shit benutzt wird. Aber sie steht doch, dann steht Ava Six noch. Das versuche ich gerade herauszufinden. Welche Seite hat das mir vorhin gesagt, Jan? 62 oder so? Warum ich nicht, warte. Ich hab's leider gerade nicht offen. Ich find's auch gerade nicht so schnell auf die Schnelle, aber ich versuche mein Bestes. Die Qualität von diesem Spielleiterhandbuch war so schlecht, dass da Seiten rausgeflogen sind. Entschuldigung, war kurz weg. Initiative würfeln? Ja. 1W10, sagst du es? Ah, jetzt habe ich es. Einfach auf Ini würfeln. Ach, einfach Ini drücken? Wie du sonst bei D&D auch machst. Kommt dann nämlich noch Schwert was drauf? Und dann... Nee, ist nur 1 bis 10. Dann so, habe ich, eine 5 ich schwere Gehäuseschäden. Dann habe ich eine 3. Ich habe schon Gehäuseschäden. Jetzt einfach hier so reinwürfeln. Ja, ich habe aber keine 9, ich habe eine 3 gehabt. Naja, ich mach dann eben anders. Gut. Kann ich einen Storypunkt 3. benutzen? Du hast keine Story. 3 hat Miller schon. Ich muss dir jetzt eine 4 geben, tut mir leid. So, der Androide, schwere Gehäuseschäden, die inneren künstlichen Organe quellen heraus und der Androide ist völlig bewegungsunfähig. Es tut mir leid, dass ich sie nicht schützen konnte. Agent Wilson. Ja, das haben sie. Cem, willst du mit dran teilnehmen oder bleibst du da hinten beim Schweißen? Ich weiß nicht, welche rum Schiff drauf, die muss ich auch noch abhalten, also Schweißen. Du bleibst beim Schweißen, okay. Das kommt gleich Pignon. Achso, ne. Pignon war 4, Miller war 3, jetzt habe ich es falsch umgedingst. Nein, im Moment. Nee, ich habe 3. 3 ist richtig. Nee, aber Miller hatte vor dir eigentlich eine 3, weil du halt. Ah, wir lassen es. Nee, das ist. Wir machen jetzt hier eine 4. Ja, Miller hatte erst eine 3, das stimmt. Ja. Dann fängt Miller an. So. Miller ist auf dem Plan, noch nicht zu machen. Da gibt's ein Problem. Die ist nämlich gerade am Verbluten. Mhm. Deswegen fangen wir direkt weiter mit Pignon. Muss ich irgendwie nachladen? Nö. Dann also du willst Full Auto gehen? Nee, dann knall ich auch Wilson. Hast du alle einen Stress-Style, jetzt da hier Leute zerschossen werden? Ich auch. Ich auch. Nee, nur die, nur dessen Spieler, Team Schaden mal, genommen wurde. Okay. Ja. Also ich auch. Nee, du siehst das noch nicht da hinten. Der ist gleich bewusst. Dann würde ich gerne auf Miller schießen. Auf Wilson schießen. Okay. Tu dir keinen Zweier. Und ich habe wieder privat gewürfelt. Ich weiß jetzt nicht, was das soll. Ich würfel mal. Sag nix. Ich würfel einfach auf Range Combat, dann sehe ich's ja, ne? Oder kommt da noch. Kannst auch revealen einfach. Ja, danke. Ja, nimm ich, ne? Gut. Wilson, willst du in Deckung springen? Jo. Okay, dann kriegst du auch 5 Armor Die, als du versuchst, hinter der Ecke da Deckung zu finden. Verbrätst aber deine Fast Action. Okay. Das heißt, ich würfel jetzt einfach 5W6, oder? Ja, genau. Da sehe ich leider keine 6, oder? Jupp, ich auch, und das war's dann. Ach nee, warte. 3 Schaden sind es übrigens nur. Ich weiß nicht, wie viel Leben du hast. 2. Oh. Scheiße. Nimm den Miller-Hero-Schild. Ja, kann man ja leider nicht zweimal nehmen. Na, sie könnte sie ja noch nehmen, oder? Ach, ja, dachte, die, nimm sie! Ich dachte, die Talente kann man nur einmal nehmen. Ach so. Ja, das stimmt. Kann gut sein, ja. Ja, das stimmt schon. Hauptsache, Leute versuchen dich überzeugen, noch einen Hero-Schild zu nehmen.
Also die kannst du eigentlich nur einmal nehmen, wenn es dabei steht, sonst können sie es immer nehmen. Wood? Sterbt für mich, ihr Bauern! Ich kann nur einmal diesen Personal-Gegenstand benutzen. Den können wir heute wieder benutzen, oder? Den könnte man wieder benutzen, ja. Oh, was machst du nochmal? Ach, die Einsen weg. Alle Einsen aus einem Wurf weg. Ja, also es steht nicht drin, dass ich das nur einmal benutzen könnte. Dann könntest du das jetzt wieder benutzen. Tu's. Kann ich nicht einfach wieder Elfer nehmen? Ja, geht auch noch. Die sind noch nicht vollkommen zerstört. Ja, dann. Dann ein Manipulationswurf. Uiui. Oh. Einen Stresswurf, als du sie nicht richtig zu packen kriegst, weil überall ihre glitschige Hydraulikflüssigkeit rausläuft. Oh no. Oh no. No. Oh. Das sind ja und wohl dann niedergesiegt wie es von dem Pulsgewehr. Und dann darf ich noch eine Critical Injury ziehen. Yay. Du musst jetzt auf Health oder? Ach so, das bist du. Ne, ich mach schon. Das übernehme ich doch gerne. Oh! Oh! Das klingt nicht gut. Nee. Die 36. Tut mir leid, Christian. Oh, tut mir echt leid. Alles gut. Wilson was shot through the heart. Er geht neben dir, Miller, zu Boden. Du siehst das Leben aus seinen Augen weichen. Wilson! Welche Ethnie bin ich? Keine Ahnung, Filipino oder sowas? Dann darf ich's ja sagen. Ha! Black Lives Matters! Das ist eine Frau, ne? Ich bin 1,95 Meter und hab Stärke 5, also bitte. Die ist halt so ein Knasti. Ich bin Walter vom Frauenknast. Okay. Ja, damit wurde Wilson leider niedergeschossen. Und fällt auch raus. Und Bane geht dann einfach. Läuft dann einfach zu dir hin und begutachtet dich. Tja. Nicht schießen, ich ergebe mich! Oh, das seh ich. Wie da hinten Schweißgeräusche rauskommen aus dem Gang. Moment, was ist das da eben? Pignon, er macht sich einer an der Schleuse zu schaffen. Knallen ab! Warten Sie, das ist nur zu dem Besseren! Kann ich, während ich vorbeirenne, ihr hier einen Tritt geben, wenn die laut ist? Auf die Kniekehle? Auf das Knie, meine ich? Ruhe! Dann laufe ich dahin, zielend. Also ich renne nicht, ich laufe schnell, damit ich dabei zielen kann. Okay. Macht ihr beide nochmal einen... jetzt siehst du, dass da einer auf dich zurastet mit einem Sturmgewehr-Champ. Was tust du? Ich lass mal einen Schweißkrieg fallen. Ich geb auf! Ich ziele dann mit der Waffe auf dich. Kommen Sie langsam vor! Ein bisschen dauern, langsam. Gehen Sie vor, hier hin. Und dann gehe ich in ungefähr 2,5 Meter Abstand hinter ihn her, dass er sich nicht umdrehen kann und mein Gewehr schnappen kann. Captain. Eine nette Idee von euch. Achso, ja. So, was machen wir mit dem? Wir sollten Bulagi Bescheid sagen, dass die Schweinehunde uns versucht haben, uns zu kapern. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das ein loyaler Mensch ist. Ich glaube, Familie ist für ihn alles. Nehmen die Müller. Wir ihn vielleicht lieber gleich erschießen. Wir können ihn vielleicht auf einem Planeten verkaufen. Machen wir das so? Ich weiß ja nicht. Ich bin nichts wert. Was ist mit der hier, die verblutet gerade? Wir sollten ihr Leiden vielleicht erlösen. Ich trete nochmal aufs Knie. Sie Kapitän, die ist bestimmt noch was wert. Ich hab sogar bei mir noch medizinische Versorgung. Ich werde es noch schaffen. Ich kann meine Kniekehle noch mit meinem Weyland Yutani auf näher zunähen. Du bist bekloppt, ey. Ja, bis zum Schluss. Die Informationen über Weyland Yutani, die können euch bestimmt helfen. Sie, die Captain. Ja? Vor euch, die und was weißt du? Ich bin nur der Tragbursche. Ich drehe mich dann zu. Ich kümmere mich um die Fracht. Ist Hellenbein die Kapitänin? Nee, Bulagi ist der Kapitän. Ist sie Bein
Also, wie viele gibt's? Wie viele sind noch auf dem Schiff von euresgleichen? Noch einer. Und einer ist in der Kryokapsel. Aber das sind. Das ist ein. Die eine ist die Pilotin, der andere ist ein Forscher. Mhm. Also du bist die Kapitänin? Richtig. Und er? Das ist Jim. Das ist schön, aber was kann er? Er weiß den Beruf leider nicht. Doch, was macht der eigentlich? Weiß ich nicht, ich bin der Passagier. Ich bin der, wie heißt der, der Frachten. Ich kümmere mich um die Fracht irgendwie halt. Frachter. Haben wir sowas an Bord? Was? Ein Frachter? Ja, so ein Beruf, was er hat. Der kleine Junge, der sich die ganze Zeit hier versteckt hat und jetzt neugierig herausguckt. So, Logistiker. Frage am DM. Wir sind ja anscheinend Piraten. Ja. Wie gehen wir normalerweise mit Gefangenen um? Ja, Kugel durch den Kopf. Wirklich? Also wir verkaufen nicht oder irgendwie so? Könntest du natürlich nur mal deinen Kapitän fragen, aber eigentlich ist der sehr resolut in seinen Aussagen. Ja, dann danke für die Information. Und ich erschieße Cem. Ich möchte ausweichen. Okay, dann mach mal den... Na gut, der Flur ist ziemlich... Könntest du versuchen, die Tür aufzumachen und dich dahinter zu ducken. Mach Tür ich. Gibt's aber dann nur 3 Rüstungswürfel. Dann mach du schon mal deinen Schuss. Währenddessen geht hier an Bord auch ein Alarm an, dass anscheinend der Reaktor überhitzt wurde von der Kronos. Hä, das hat Bolaji doch nicht in die Wege geleitet, oder? Also ist bestimmt dieser eine noch, der von dem in der Crew ist. Ach, hier, dann ist ein Misspack. Das ist nicht die Crew, das ist der KI-Kern. Sie müssen mir zuhören. Oh. Das sind dann 2 Schaden. Hast du noch deine Storypunkte? Ja, sicher habe ich Storypunkte. Und dann kannst du einen nehmen, um den 1 Success von Pignon abzuwehren. Okay, dann kannst du dich noch hier so reinducken. Bane! Helfen Sie mir! Ich schieße auf, wie heißt die Frau? Du, mein Freund, bist immer noch nicht behandelt worden. Oh. Ich wäre dir nur das Sprechen. Kann ich danach zurückschießen? Oh. Dann würden wir jetzt, achso, ja, nee, dann bist du ja dran, stimmt. Dann will ich bei Pistole ziehen und zurückknallen hier auf die. Was ist mit Helen? Ist die auch noch irgendwie dran? Die ist überrascht von der, was ihr gerade macht. Okay. Die kommt dann nächste Runde mit rein. Wie schieße ich hier die Pistole? Ah. Eieiei. Eieiei. Ist das die Deagle? Das ist die Service-Pistole. Warte mal, das ist. Das war die, die er von mir hat. Ja, okay. Pignon, was willst du tun? Ich würde dann dodgen. Okay. Also einfach. Kann er mich überhaupt aus dem. Ja, der schießt aus der Tür so raus. Natürlich geht das. Ja. Pignon hatte gerade schon eine Slow-Action. Du würdest dann wahrscheinlich nach hinten dodgen, hättest dann die Wand mit 5 dazwischen. 5 Armorwürfel. Gerne. 5d6, ne? Ja. Rollst so halb über Miller drüber. Ah! Kann man das pushen eigentlich? Nee, ne? Nee, Armorwürfel nicht. Okay. Okay, dann nimmst du tatsächlich Schaden. Ich habe da keine 6 gesehen. Mhm. Wie viel Schaden macht die? 1. Oh. Also plus 1 halt, ne? Weil er also 2 Successes hat. Okay. Ah ja, 2 Schaden, ja. Jo, hab ich gemacht. Nee, ja, die Kuh! Er 3, oder? Er kann noch 2-mal einen Schaden extra machen. Nee, einmal muss er, weil er treffen möchte. Also einer ist quasi, dass er überhaupt trifft. Ach so, für Legend, sorry. Ja. Kann ich eigentlich noch was anderes machen? Willst du, wenn du willst, kann ich dir den kleinen Jungen übergeben. Oh, bitte! Gerne. Ja, komm! Wir kriegen euch alle runter hier auf dem Schiff. Wir nehmen die neue Crew einfach. Dann jagen wir den. Xenomorph. Dann noch hier unten. Wilson. So. Release. Save. So, müsste es jetzt Mickey Horton hier haben können. Jo. Alles klar. Jetzt schießt er uns im Rücken. Weiß gar nicht, Agenda steht drin, ne? Ja, okay. Dann einmal Initiative. Oh Gott.
Oh oh, Bane ist früher dran. Aber oh, was wird ein Mickey Horton tun? Ach, oh, weiß man nichts. Doch, Horton hat doch eine 9. Ja, aber ist hier niedrigste Zahl ist erst dran. Ah, okay. Bane macht sich dann hier auf den Weg, verbraucht ihre Fast Action dafür und schießt ihr dann ins Gesicht mit ihrer Diegel. Alter, Bane. Sehen wir nicht, aber ja. Pushen! Die schießt alles ab, nur dich nicht. Das ganze Bad wird zerschossen. Die Keramik fällt von der Wand. Und dann ist sie auch durch. Cem. Cem gegen alle. Cem gegen alle. Ich schmeiß die Pistole auf den Boden und gehe auf. Denk dran, du hast deine Fast Action ist weg schon, ne? Weil du dich gerade weggedockt hast. Dann Fast Action ist laufen. Aber du bist ja quasi in ihrer Nähe, deswegen kannst du auch einen Angriff starten im Nahkampf. Ich box die tot jetzt. Private Cem, let's go. Cem Punch! Aber muss die Cutting Torch eben ausmachen wieder? Wie geht das nochmal hier? Der kleine Junge eigentlich überhaupt eine Waffe? Alter, der. Was? Ich hab's dir mal aktiviert. Willst du mach da weiter, wo er aufgehört hat, sehe ich. Ich pushe. Geht, oder? Okay. Ja, ich kann's pushen. Hast du nicht nur noch eine Blowtorch? Oh! Denk an dein privates wollte ich gerade sagen. Oh Gott! Gott ist mit mir! Und hau dir die Rosarie über meinen Kopf da in den Rosenkranz. Oh, jetzt Mio! Kann die auch nicht abwehren. Ich krieg das voll ins Gesicht. Was macht der Rosenkranz denn überhaupt? Das ist eine Nahkampfsache. Ah, okay. Nichts Besonderes. Ja, Cem ist die Faust Gottes. Aber es ist eigentlich nur so, ich hab eigentlich insgesamt 7 drauf. 7? Ich hab 5 Stärke und 2 Combat. Close Combat. Ja, eben okay. Beim ersten Mal hast du auch 7 gewürfelt. Und als du gepusht hast, waren es dann. Aber der 7 ist mit geister Dingsbums hier mit Stress. Hä? Hey, jetzt hast du. Wir sind oben nur 5 angezeigt. Das hat bei mir falsch angezeigt. Bei meinem Wurf sind es auch wieder 5. Also beim ersten Wurf, wo du 1 Success hattest, hattest du 5 schwarze und 2 gelbe. Beim zweiten Wurf, wo du gepusht hattest du 4 schwarze und 3 gelbe. Warum auch immer. Ich habe auch gehabt. Das war komisch. Und jetzt hattest du, hattest du 5 schwarze und 3 gelbe. Ich verstehe es gerade nicht. Wir nehmen jetzt mal. Also du hast auch insgesamt 7 so, ne? Und dann nochmal 3 durch Stress. Ah ne, 2 durch Stress beim ersten und dann, weil du gepusht hast, ist ein dritter dazugekommen. Würfen wir nochmal, wie viel fehlen insgesamt? Über den Wert, weil ich keine Waffe habe oder sowas. Wow. Aber jetzt bist du aber auch nicht, ne? Ach doch, dein Auge, aber das macht Ranged Combat nur schlechter und Observation. Ja, warte mal, Ranged Combat ist ja direkt gleich wieder drauf. Das ist zu spät. Gib mir nochmal 5 Würfel dazu, damit wir auf die 7 kommen. Aber ganz falsch, das muss hier würfeln. Das System ist ein bisschen broken, habe ich das Gefühl. Ah, ein Schaden mehr! Bam! Ich wünsche dir alles Glück der Welt, Cem. Ich bin auf deiner Seite. Du haust ja richtig das Blut aus dem Gesicht. Puh. Okay. Nehm den Kopf und schlag dich hinter gegen die Wand dran. Pignon, du siehst, wie deine Kapitänin von diesem Typen auseinandergenommen wird. Pilotin. Lassen Sie die Waffen fallen. Ich habe keine Waffen mehr. Oder heben Sie die Hände in die Luft oder ich erschieße Ihre Kapitänin. Das haben Sie eh vor. Nimmst du sie in der Luft? Nein, du hast gerade auf mich geschossen einfach. Dann schieße sie wieder auf dich. Die Kapitänin, die ist doch ausgeschaltet, ne? Das sehe ich ja, oder? Die ist gerade down, ja. Okay, dann schieße ich auf ihn. Mhm. Dann. Das ist unser Ende. So, wie viel hätte ich denn jetzt eigentlich? Ich müsste 6 Würfel haben. Ich drück mal drauf. Ich sehe es natürlich wieder nicht. Ich kannst du es mir revealen? Ja. Wieso 7? Das verstehe ich nicht. Warte mal. Ja, doch, klar. Vergiss Hast du den Token angewählt, wenn du den Wurf machst? Ja. Ich verstehe, warum du immer noch das Bild von Raider dann ich auch nicht. So.
Das kann aber auch nicht hinkommen. Ich habe Ranged Combat. Habe ich 2. Plus 4 Agility sind doch 6 und nicht 7 Würfel. Alles broken. Oder? Gibt die Waffe vielleicht noch extra? Ja, die gibt auch was. Wie viel denn? Warte. Eine. Bonus 1. Ja, dann kommst du hin. Okay. Ja, dann schieße ich mit der Waffe, ne, auf ihn. Der hat ja keine macht Action. Dann mehr, ne? 2 Damage pro Einwürfel, die er auch nicht dodgen kann. Die nimmst du halt. Was mit Armor? Kann ich ihn jetzt Armor kannst du noch machen. Ich hab doch Armor Penetration. Wurde mir gesagt. Ja, aber wenn er 2 Sechsen hat, blockt er trotzdem. Okay. Kann ich das irgendwo würfeln? Armor? Die Chance besteht. Warum habe ich das vorhin nicht bekommen? Moment. Nee. Du hast nichts an. Ich meinte nicht. Egal. Kann man das nicht würfeln aus dem Ding raus? Muss ich so würfeln? Okay. Armor ist oben rechts bei dir auf dem Bogen. Oben rechts. Ach da. Boah, das habe ich gar nicht drauf geachtet. Ey, das ist doch unfassbar! Gott ist mit ihm. Unfassbar. Wow. Dann habe ich doch noch eine Fast Action, ne? Ja. Ich bin die Wiedergeburt von Jesus! Ich muss mal eben gucken, nochmal, was Fast Action war. Jetzt kommt der auf nicht. Action Comedy, Fast Action. Nee. Mal. Der Horror kommt gleich noch, der Junge. Unfassbar. Dann also, möchte ich mich. Ist Schrotflinte oder so. Frag mich, weil ich gleich hatte ein Sturmgewehr oder so. Also, Fast Action ist ja auch laufen, ne? Ja. Dann möchte ich hier hinlaufen und Miller als Geisel nehmen. Okay. Ziehst den leblosen Körper von Miller hoch und hältst die Knarre an den Kopf. Genau so. Ich bin doch schon tot. Klappe. Und dann ist Mickey Horton dran. Mickey, erledige ihn! Sei ein Mann! Mickey Horton läuft mit gezückten Flammenwerfer. Was? Dahin und schreit: Ich fackel dich ab, du einäugiges Arschloch! Wie geil! Alter, das ist Kino. Mickey, bester Mann. Mickey trifft. Das sind so 9d6, ne? Ja, 9d6, die du nicht blocken kannst. Oh, 9d6? Pray for it. Oh, nur ein! Ein Brandschaden. Aber du stehst jetzt in Flammen. Ich umarme gleich euch. Ich nehme euch mit. Als Mickey Horton die Taste durchdrückt. Mehr kriege ich nicht. Keine. Mickey, ey. Ein Schaden halt. Aber Cem steht noch. Aber es ist Helm wieder dran. Okay. Helen Bane mit ihrem zerhauenen Gesicht. Meine toten Kameraden beflügeln mich. Versucht vor dir wegzukommen von dir und deinen irren Fäusten. Muss aber einen Mobility-Wurf dafür. Gleich verprügelt er das kleine Kind. Ah, sie kommt sogar weg. Aus deiner Reichweite. Was für ein Irrer! War das eine Fast Action? Hey, lass mich hier nicht allein! Kann die jetzt nicht noch knallen? Ja, die versucht sich aber hier zu verarzten. Okay. Aber mein Auge. Jawohl, kann die gar nicht. Die schießt dann von hier hinten auf ihn. Jawohl, nieder. Oh, Dreckskerl. Nein, Cem. Sehe nichts. Ja, warte. Ja. Ein Schuss wird treffen. Aber du hast ja immer noch nicht deine Actions wieder. Wir werden 2 Schaden. Armor aber, ne? Armor kannst du noch würfeln. Nein. Sorry, Bong. Ja, muss ich machen. Wie viele hast du denn? Aber letzter. Ach so, ach ja, klar, du hattest auch 2. Maximal 2. Ja, ja, natürlich. Ich hab eingesetzt. Deswegen habe ich keine eingesetzt vorher. Na, bring mal. Okay. Damit ich jetzt Leute verprügeln kann. Als letzte Action. Wir sehen kleinen Jungen. Stimmt. Vor dir ein kleines Kind mit einem Flammenwerfer. Rechts von dir Pignon, wie sie dein Captain eine Waffe an den Kopf hält. Wie entscheidest du dich? Wenn ich laufe, muss ich jetzt auch Mobility würfeln? Oder ist das dann... Nee, der ist nicht im Nahkampf quasi mit dir gefangen. Oder du nicht mit ihm, besser gesagt. Ich hätte die Captain.
Wenn der auf mich zugerannt kommt, kann ich nicht einfach abdrücken? Du bist nicht dran. Nee, dafür hättest du quasi einen Overwatch vorbereiten müssen, aber du hattest ja mit deiner Slow Action schon Miller genommen. Okay. Stirb! Nö. Oh shit! Dann machen wir den Stresswurf. Ein oder zwei? Nur einer. Ja, du kannst dich aber zusammenreißen. Du bist gestresst von dem Anblick deiner Kapitänin. Jeder Schlag könnte sie treffen. Deswegen entscheidest du dich für gar keinen Schlag. Okay, das heißt, das Ball ist verballert. Wen haben wir denn als nächstes? Pignon. So, ich möchte mit meiner Fast Action Captain Miller in Champs Arme werfen. Also ich möchte die zu Champ stoßen. Ja. Fängt er sie auf? Nein. Hat er keine Aktion fallen. Mehr über. Nein, das war ja jetzt hier lore-mäßig, sag ich mal. Flavor-mäßig. Aha. Lässt du sie hinfallen oder fängst du sie in die Arme, Familienboy? In diesem Fall muss ich leider eher... Wenn ich hier fange, ist sie so oder so tot. Ich muss da kämpfen. Ihr habt halt keine Gnade zu uns, also... Also fängst du nicht. Wollte ich nur wissen, mehr nicht. Und dann knall ich auf dich. Gibt's eigentlich Malus beim Nahkampf schießen? Ja, du musst erst aus der Range raus, sonst kannst du, glaube ich, gar nicht feuern. Kann ich dann Close Combat machen? Ja, kannst du ihm so auf die Fresse gehen. Dann will ich ihn so auf die Fresse hauen. Okay. Ich würfe mal Close Combat. Ich hoffe, da ist dann Stärke auch schon mit drauf. Kann ich pushen? Wie viel hast du denn? Kannst du machen. Holy shit. Sehe ich nicht. Kannst du revealen? Oh Gott. Ich bin nicht tot. Gott, ey. Punches des Todes prasseln auf dich nieder. Du hast 8 Würfel darauf? Ich habe 5 Stärke. Und 3 Close Combat? Vollkommen richtig. Ja, da kannst du jetzt noch nicht gegenwürfeln. Warte. Aber ich bin Armor. Warte. Nee, Armor. Sometimes die Öffnung. Ja, doch, Armor. Ja, doch. Leider nein. Oh nein! 3 Schaden? Ja. You hit, also wenn ich einen Success habe, steht hier, you hit and inflict damage equal to the weapon's damage waiting on your opponent. Was heißt denn das? Na, wenn du jetzt irgendwie die Axt oder so hättest, würdest du halt mehr Schaden machen. Also, da es nur deine Fäuste sind, ist es ja, ich mach 3 Schaden dann mit meinen Fäusten allein. Stehe noch. What the fuck, wie viel hast du denn? Ich hab noch keine Glocke gehört. 5 am Anfang gehabt, jetzt habe ich noch 1. Ja. Ist eigentlich irgendwas passiert, weil er in Flammen steht? Oh. 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 Als er dran war, nur mal so. Nee, ich glaube, jede Runde geht eine Flamme wieder weg, deswegen bist du jetzt auf 0, als du dran bist. Wow. Also Glück gehabt, hättest du 2 gehabt, hättest du noch ein Leben verloren. Ah, ich dachte, er kriegt dann wenigstens 1 oder so. Ah, ärgerlich. Muss er wohl nochmal angezündet werden. Oh ja. Mickey, ich überlasse ihn dir. Ich hoffe, er trifft mich mit einem anderen noch dabei. Und ich schlag ihm in die Fresse dabei. Mickey. Mickey oder mir? Ach nee, schon gut. Ja, wenn die da jetzt im Nahkampf miteinander verbunden sind, möchte ich da eigentlich ungern mit einem Flammenwerfer drauf. Waren die doch eben auch. Guter Junge. Ja, aber... Und dann also ich meine, da konnte ich ja hier in die Richtung ziehen. Ah, okay. Ja, okay. Die Wiener sind gerade ganz schlecht. Deshalb würde ich einfach hinter ihn laufen und... Hau ihn in die Fresse! Mit dem Flammenwerfer zuschlagen, ja. Das kaputt machen. Ich meine, ich bin 12-jähriger Junge, erwartet nicht zu viel. Brech ihm die Füße. 2. Ach, den push ich. Oh Gott. Oi. Ich hab's gefeiert. Jetzt ich auch. Die Horden will den Kolben auf Jims Gesicht treiben, aber verfehlt leider. Scheiße! Das ist einfach zu schwach. Mickey. Halt dann sind wir wieder bei Bane. Feuer spielt Mickey. Was? Hat dir deine Mutter nicht erzählt, dass er nicht mit Feuer spielt? Meine Mutter ist schon lange tot, du Arschloch. Genau, wie du gleich. Bane hat Probleme, da ein Ziel zu finden in dem ganzen Gewusel aus Leuten. Und versucht es aber trotzdem, nimmt aber einen Malus dabei. Knall rein, Bane! Dass sie Cem erschießen will. Diesen dicken Yeti! Warte, nochmal, das war falsch. Sind wir eh nicht. Diesen Affen.
Ich bin so klein, wenn du auf den Kopf ziehst, ist alles gut. Trifft aber leider mit einem Schuss. Armorwurf, bitte. Komm. Nein! Das wär's gewesen. Noch ist er ja nicht erschossen. Ja, nur 2 Damage. Ich bin tot. Ja, aber nee, bist du nicht. Du kriegst erstmal eine Critical. Ja. Na, schauen wir mal, was es gibt. Ja, die Trommel läuft. Die Kugel trennt dir ein Bein ab, ja klar. Die wieder Beine mit Kopfschießen, verdammte Scheiße, es sind die Beine getroffen. Halt mich nicht groß wieder. Bein weggeballert. Ich verliere Augen, ich verliere Bein. Ich falle auf Miller drauf. Wenn dich einer in einer Stift, also in 10 Minuten nicht heilt, verblutest du auch daran. Mickey. Ja, Pino. Ich leg dir alle 3 auf den Haufen. Du weißt, was du zu tun hast. Oh Gott. Aber, ja, okay. In ja ohne Ehre, was tust du mit dem Jürgen? Muss ich da jetzt... Von allen Mitarbeitern warst du immer mein Liebling. Nach Lea. Der Junge muss erwachsen werden. Muss er einen Empathiewurf machen, den du verkacken musst. Was? Ich hab's akustisch nicht. Ja, um jetzt diesen kaltblütigen Mord durchzuführen, weil ja eigentlich keine Kampfsituation mehr ist, muss ich mich quasi erst überwinden dazu, wenn ich meinen Reaktionswurf versauere. Ich stell mich direkt hinter dir, du kannst es nicht. Gott, verfluche ich sie! Hier, nimm du! Und ich geb den Flammenwerfer. Ich richte den Flammenwerfer auf dich. Warte mal, sie, Captain! Sie bitte! Aber wollen wir die vielleicht nicht lieber befragen? Haben wir doch schon. Nicht an Bord. Wir können doch nicht unseren halben Gang abfackeln mit den Stinkern. Das stimmt. Mickey, hier dein Flammenwerfer. Okay. Werf die aus der Luftschleuse oder so. Welche Waffe hattest du? Eine Deagle, ne? Cem? Ich hatte eine Service-Pistole, so eine stinknormale Pistole einfach nur. Ich nehme die vom Boden auf. Captain? Dich, Jonas. Feuer frei! Hallo? Sie haben ihr Schiff. Warte. Mach vorher einen Mobility-Wurf. Ich oder was? Pignon, bitte einen Observation-Wurf. Observation? Ich Mobility? Beziehungsweise die ganze Crew von der Sotelo einen Observation-Wurf. Das ist traurig, ey. Oh Gott. Keiner merkt's, ey. Mickey, pushen! Nicht. Easy. Achso, A new challenger approaches. Warte, wo ist denn mein Wurf? Welle 2. Achso, da. Mickey, push! Soll ich schon mal mich reinwürfeln? Ja. Ja, dann push ich. Jawohl! Mickey ist der Beste. Mickey merkt, wie da hinten jemand die Treppe hochkommt. Deswegen kriegst du leider keinen Überraschungsangriff. Deswegen starten wir direkt mit der Initiativleiste. Mickey, Scheiße, ich liebe dich. Mehr. Ich lieb dich so sehr, Mickey. Okay, Hof war schlecht, ne? Ja. Schade. Ich glaube, das ist nicht legal. Finde ich auch schade, weil vorhin hast du höher gewürfelt und angefangen. Kann ich noch kämpfen? Wood? Du verblutest da gerade. Dem müsste jemand halt helfen, sonst bist du für den Kampf raus. Oh. Kannst du nicht Helen nehmen? Kann er auch die ein Leben Helen Bane geben, wenn du willst. Bevor er dann rumgammelt. Oder Jonas, der liegt eigentlich schon länger da rum. Ach so, stimmt, ja klar. Gib dir Jonas. Jonas, willst du die? Naja, mein alter Charakter ist, glaube ich, so gut wie tot. Ich glaube, nimm ich die. Ich konnte mein Wissenschaftler noch angelaufen. Ja, ja. Also, wer warst du? Captain Miller. Scheiß kleines Kind, ey. Ich liebe Mickey. Mickey ist jetzt schon mein Favorite. Wo ist denn eigentlich hier Dr. Boniata, ey? Der kommt gleich auch von hinten und erschießt dich. Der irrt noch auf dem Schiff rum. Hallo? Der wird vom Xenomorph gefressen. Was ist denn das für eine Personal Agenda von der? Am Ende lebt echt nur noch dieser Typ in der Kryokammer. Mein
Hier, geh einfach an die Bar. Hast du geschafft. Mein Ziel, find a drink on this goddamn ship. GG. Ich hab einen dabei. Aber den gebe ich dir nicht. Okay, wer fängt denn mal an hier? Pignon! Ist so schlecht, dass ich als letztes noch dran bin, ey, rip me. Sehe ich den schon, ja, ne? Ja. Ah, da ist der dritte von eurer Crew. Vierte! Nee, fünfte! Ist ja, glaube ich, Long Range, ne? Warte mal. Meine ist Long Range, ja. Ja, dann kannst du ihn auch von hier abknallen. Ich sehe aber nicht aus wie einer von der Crew. Ja. Ist aber, mach mal Rechtsklick da drauf, bevor du wirfst. Und okay. Mit minus zwei Malus, weil der gerade erst so aus der Luke hochlunzt. Warte mal. Ich klicke ja eh nicht auf die Waffe, weil die broken ist. Rechtsklick und dann Skill, minus 2 hast beim du oberen. Ja. Okay. Wie traurig, ey. Die 12 Mobility Würfel und kein Success. Kannst du offen machen? Ja. Der würfelt immer So, nee, Moment mal. Ich kann, wieso, ja? Du bist doch eh nicht der Spielleiter. Du weißt ja eh nicht, was los ist. Du hast wahrscheinlich deinen Signature Item, fick dich. Nee, aber die was ist keine. Denn dieses Overkill? Ich verstehe das nicht so ganz, so, aber irgendwas, wenn ich Panik roll. Ach so, nee, du hast ja noch keinen Panik. Du bist quasi gerade nur. Ah, okay. Obwohl, mach mal jetzt einen Stresswurf, aber ich glaube nicht, dass du eine Panik auslöst. Also oben in deinem Bogen auf Stress einmal klicken. Jo. Ne, löst keine Panik aus. Dann habe ich aber noch meine Fast Action, ne? Ja. Dann will ich hier in den Raum rein. Okay. So. Such da Deckung im Raum. Mhm. Dann sind wir bei Mickey Horton. Mickey, geh in Deckung! Ich habe nur Medium Range, ja. Das heißt, ich würde wahrscheinlich nicht. Du musst eine Fast Action benutzen, um ranzukommen. Okay, aber mit einer Fast Action kann ich nicht auch noch eine Tür aufmachen, ne? Das heißt, ich würde auf dem Gang stehen und dann. Ja. Erschossen, genau. Ja, nee, dann verstecke ich mich auch lieber in diesem Raum. Okay. Kannst du nicht einen anderen Raum noch nehmen? Ja, stimmt. Dann gehe ich mal hier. Ja. Okay. Stell mich da ans Eck, sobald er läuft. Gibt's was im Rücken. Genau. Dann Miss Bane. Tja, ich nehme meine Diegel und schieß drauf. Wurde aber geforst, dass es privat ist. Also warte, müssen wir erstmal gucken, ob deine Deagle so weit kommt. Medium, du müsstest auch näher ran mit einer Fast Action. Okay, ja, eine Fast Action ran. Ja, beweg dich einfach hier hin. Kevin, du kriegst gleich Captain Bonjata, wenn wir alle tot sind. Nicht pingen, aber für den Finalkampf. Naja, ach, Lea, keine Leben. Und dann habe ich das hier für dich zum Revealen. Aber minus 2 eigentlich, deswegen müsstest du den Wurf nochmal machen. Okay, dann mach ich doch mal. Naja, aber du musst halt minus 2 da reinmachen. Was? Kann ich ja nicht sagen, ja, deine 6 ist jetzt weg. Oder der Leere ist weg. Wenn du bei Range Combat, mach mal einen Rechtsklick drauf. Ja, minus 2 bei Base Modifier. Aber ich muss mal eben, deine Waffe gibt einen Bonus von plus 1, also brauchst du nur minus 1 abziehen. Alter, das wird ja. Okay. Ist das im Waffenwurf nicht schon drin? Was denn? Plus 1? Von der Waffe? Nee, der hat ja jetzt auf Range nur geklickt. Achso, okay. Ja. Bei Successes, willst du das ausweichen? Dem Kugelhaken? Ja, versuch ich. Moment. Aber dann, warte mal, dann kann ich nicht nach oben gehen, ne, wenn ich das ausweiche jetzt. Ja. Ich habe ja noch mal eine Rüstung, ne? I believe. Dann würfel mal die Rüstung. I believe! Ah! Sind nur 2 Schaden, kein Problem. Warte. Sind die Magnum, nicht 3 Schaden? Die macht 3 Schaden. What? Okay, hätte ich das gewusst, hätte ich. Okay, egal, hab ich verkackt. Dann krieg ich 3 Schaden. Nee. Bist du schon down? Nein. Okay. Dann machst du so. Ach ne, hast ja keine Actions mehr. Weg, weg. Und dann ist Lea dran. Ja, oder sollte ich sagen, Lucas? Oh ja. Ich kannst du mir die 3 Schaden. Oder warte, ich mach's selber. Also habe ich dann nur noch. Ja, okay.
Gut, ich komme dann nach oben und schieß natürlich. Also ich gucke oben kurz einmal rein, schieß dann auf die hier und versuche dann wieder nach unten zu gehen in Deckung. Gut. Dann gib mir mal den Schuss. Okay, muss ich die rechts klicken? Ja, wahrscheinlich. Nee, muss nicht. Okay. Einfach knallen. Feuer frei! Übrigens, Full Auto, ne? Also plus 2 ist scheiße. Ja, egal, trifft trotzdem. Dürfte, glaube ich, reichen, oder? Oh Gott. Die macht auch 3 Schaden. Bane kann auch nicht mehr ausweichen, weil sie gerade ihre ganzen Aktionen verbraten hat, kann aber ihren Rüstungswurf den. Ja, gut, das hätte ihn eh nicht getroffen. Was ist das jetzt noch? Das war quasi 2 extra wegen Full Auto, aber war du kein. Du kriegst 3 Schaden, den kannst du auch gerade nicht mehr irgendwie verhindern. Und gehst dadurch auf 0. Dann gehe ich wieder runter. Und dann gibt's eine Critical Injury. Also kann man laufen, schießen, laufen? Ich bin ja nicht gelaufen. Nee, der ist quasi. Ah, okay, verstehe. Schieß die Zehen aus. Mit den Zehen gefangen, ey. Kann er jetzt noch weiterspielen eigentlich? Nee, die sind alle, die im Kampf waren, okay, die okay. Mit Erste Hilfe wieder. Okay, okay. Die guten Valent Yutani Goldzähne. Dann gehe ich unten in Deckung dann. Der Mund wird durchsiebt. Oh Gott. Was heißt unten in Deckung? Guckt er noch raus? Der sitzt quasi wieder im Schacht. Ja, wow. Guck, pass auf, dann ziehe ich einfach hier die Hellen rein und versuche sie zu verarzten. Okay. Ja. Was muss ich denn machen da? Hast du ein Kit zufällig? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe nur die Waffe im Inventory. Dann gab's da einen Skill für, der da heißt Medical Aid. Ja. Da wieder ein Success. Der hat mir meinen Mund gekriegt. Oh oh. Oh! Zwei Leben wieder für Helen Bane. Schieß weiter! Okay, Captain. Bin ich der Captain? Oh, aber gute Sache, haben wir nicht irgendein Walkie-Talkie oder sowas? Ja, habt ihr auch. Ja, weil ich würde ja dann natürlich den Captain irgendwie mal. Okay. Was willst du dem sagen? Dass wir hier. Willst du das im Secret Room machen oder hier? Können wir eigentlich. Eigentlich ist es klar, oder? Okay. Dass wir hier angegriffen werden, dass er kommen soll und der Person in den Rücken schießen soll, dass hier so ein Stalemate ist. Okay. Oh, jetzt bin ich gespoilert. Scheiße, Mann, ich bin direkt auf dem Weg. Haltet aus! Und dann denke ich mal, war es das mit meinem Zug. Das waren ja genug Actions. Ja. Dann sind wir bei Mickey. Jo. Mickey würde dann, warte. Diese Zähne. Ich habe die Zähne ausgeschossen, ey. Mit seiner Fast Action hier hin und die Tür aufmachen. Oh, ist hart. Mickey kommt nicht rein. Wird abgeknallt. Dann dahin stellen und von da aus dann schießen. Der ist aber quasi in dem Schacht wieder runtergerutscht. Da hast du den Winkel nicht zu. Eigentlich geht das so, ja, dann also, du meinst, den da unten ausräucht. Ja, dann warte ich einfach, bis er das nächste Mal rausholt und hab er lieber vorhin. Okay, dann machst du einen Overwatch auf die. Ja, gut. Granate. Helen Bane. Warte mal. Mach den Overwatch nochmal. Mal nachgucken. Danke, das geht es wieder. Gespielt. Weiß ich, ob Bonyata eigentlich Pilot kann? Wer? Bulaji meinst du? Ja, ja. Warte, muss ich selber gucken, ob ich oder das weiß. Oder der Junge? Nicht, dass gleich unsere Piloten abgeknallt sind und wir fliegen hier durchs Universum. Bulaji kann auch Pilot. Ah, okay. Warte, den kann ich ja jetzt Dedo zuweisen. Oh ja. Dedo, du kämpfst gegen einen Xenomorph. Weißt du, was ich eigentlich machen müsste oben? Könnt ihr das Ding nicht einfach hier abtrennen? Dass die einfach mit Weltraum dann hier rumfliegt so halb? Wissen wir nicht. Na, aber der Captain ist ja noch an Bord gerade. Also, ist das ja, der hat ja bestimmt. Ja, aber der Kern da ist explodiert, ne? Ja. Bald explodiert. Das auch. Und ich geh da hin und mach eine Overwatch. Oh. Nächste Runde kommst du an dem Schacht an, Bulaji. Mhm. Overwatch, okay, auch da drauf. Mit dem Trigger, dass die wieder hochkommt, wahrscheinlich.
Ja, der nächste da hochkommt. Ja, gut. Gehört, dass der Captain noch auf dem Weg ist. Nein, das habe ich nicht gehört. Natürlich hast du das gehört, du standst neben mir. Ja, ich hab's gehört. Ja. Davis. Okay. Ich bin jetzt unten in dem Schacht, ne? Ja. Ich würde weiter runterklettern. Moment, ich muss kurz lesen. Okay. Mit weiter runterklettern und da unten mich dann in eine Overwatch-Position begeben. Je nachdem, egal welche Richtung einer kommt, würde ich abschießen. Ach, der Metaboy. Nö, hätte ich eh so gemacht. Benny weiß warum. Okay. Gut, dann ist die Runde durch und da kommt jemand. Das, ja, dann würde ich nicht schießen. Okay, dann schießen. Ja, ich hätte doch in den anderen Raum gegangen. Okay, dann würde ich den direkt... Polaji, kurz, aber schön mit dir. Oh. Ja, ne? Kannst du ihn noch ducken? Ich ducke mich. Muss ich dann würfeln für? Du kannst noch in so eine Tür springen, kriegst 5 Armor-Würfel. Das mache ich dann. Flickshot. Doch mal, du würfelst die richtig schlecht. Oh. Oh, oh. Ja, damit nimmst du wie viel Schaden? 4 Schaden. Du hast den Captain erschossen. Deto, ey. Ich vergesse immer, dass ich da Full Auto die ganze Zeit schieße. Ey, ohne Witz, ne? Heißt das? Was heißt 2D6 extra noch. Musst du auch irgendwann mal nachladen, ey? Das ist ja unglaublich. Nee, ich muss nicht nachladen. What the fuck? Die hat keinen nicht in Panik verfallen. Eieiei. Polaji, du wirst zum Van Gogh und dir wird das Ohr abgeschossen. Aber geht doch nicht, oder? Ja, sehr gut. Na, dann muss ich die 2D6 extra nicht würfeln. Ihr hört da Schüsse unten im Gang. Anscheinend ist euch Captain in einen Feuer. Darf ich eine Freiaktion mitreden? Ja. Kann ich da hochbrüllen? Kannst du machen. Ich habe euren Captain als Geisel. Ergebt euch. Keiner ergibt sich. Ich war ja gar nicht dran. Deswegen habe ich jetzt nichts gesagt. Nee, könnt ruhig reden. Achso, dann versuche ich den Captain übers Walkie-Talkie zu erreichen. Kommt nur zurück. Da schießt die Schlampe. Wenn das das Ohr war, das er noch dran hat. Nee, dann ist... Ich habe das Walkie-Talkie mit mir geschossen. Warte, ich würfel W6. Bei 1 bis 3 ist es das Ohr, was ihr getroffen habt. Okay, er hört dich nicht mehr. Antwortet er nicht mehr? Nee. Der Captain antwortet nicht. Habt ihr die Sache? Oh Gott, gehört? Dann ist er schon tot! Ich denke auch. Mach dir nicht ins Hemd, Junge! Komm mit! Was? Nein! Wir knallen, du bist nicht die Kapitänin! Du bist noch gar nicht dran! Das kommt auch noch dazu. Scheiße, du bist nur der Pilot! Koppel das Schiff ab! Bitte. Was? Aber unser Captain ist doch noch da. Er ist tot. Wo? Ach nee, warte mal kurz. Ich muss mal was nachlesen. Wie war deine Agenda? Ja, ich sehe die nicht. Ach, da ist die Agenda. Ah, okay. Der hat dich damals aus dem Knast rausgehauen. Ja, ich war bei Agenda und da steht nichts. Bei Description steht's. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Naja, dann gehe ich auf jeden Fall runter. Beziehungsweise mit Gewehr im Anschlag. Mhm. Kannst du bis dran gehen und siehst die dann da unten. Willst du nur abdrücken? Ja, natürlich. Na, dann kann er noch, ey. Eieiei. Feuerbrei. Ranged, ne? Ich will jetzt mal noch sieht gut aus. Davis hat auch keine Aktion mehr, um zu dodgen. Ne. Aber ich hab noch Rüstung, oder? Das sind ja, 3 Schaden. Ja, warte, vielleicht. Aber du hast das Dingsgewehr, ne? Hast du das? Ich hab das Armor-Piercing. Aber warte, ja, ich guck lieber nochmal nach. Ich will nichts Falsches sagen. Ich würfel einfach mal und sonst ist egal. Na, ist egal. Ist egal, okay. Weil ich weiß nicht, wo Armor-Piercing steht, um ehrlich zu sein. Okay, dann gib mir mal einen W6, Jan, als du auf 0 Punkte reduziert wirst. Gut würfeln, bitte. Eine 3 ist, glaube ich, gut. Schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Warte, 3 ist.
Hat das Spiel noch nie gespielt, das Spiel leider. Oh, eine 3 ist gut. Ich hab aber meine Tabelle hier. Ah, okay, du hast selber einen. Dein Arm-Servomotor wird zerschossen und wird funktionsuntüchtig. Du kannst nur noch einhändige Ausrüstung verwenden. Kein Gewehr also mehr. Bleibst aber auf 0 Leben. Also jeder neue Schuss wird dir wieder eine kritische Verwundung zufügen. Wir haben ihn! Kommt runter! Falls ich überhaupt noch reden kann. Dann ist dran Mickey Horton. Ah, warte mal. Fuck. Lösch das mal. Ja, aber kannst du gar nicht mit meinem würfeln? Nee, ich hab mich verdrückt. Ich wollte gucken, was das für eine Waffe ist. Ja, wenn ich jetzt wüsste, dass das Davis ist, würde ich einfach diese Spritze hier runterwerfen, um sie abzulenken. So, okay, ich hab einfach mal zum Schaden. Ja gut, da kann ich mir nicht reinfeuern. Ja, ich stehe jetzt nicht neben ihr, oder? Nee, du bist quasi oben, sie liegt 2 Meter weiter unten auf dem Boden. Ich wollte gerade sagen, ich wollte nicht neben ihr stehen. Und ist der Captain da auch in der Nähe? Also kann ich einfach draufhalten? Ja, den könnt ihr noch in so einem Nebengang sehen, wie der da sich auf den Boden wälzt. Okay, aber ich kann einfach draufschießen. Ja, könntest du abfeuern. Du hast auf meinen Ziehvater geschossen! 9 Feuerwürfel, bitte. Ja, 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 da brüllt er mich weg, ey. Da sehe ich eine 6, 2 Sechsen. Eieiei. Das sind 2 Brandschaden und wirst direkt, da wir schmoren die Kabel durch. Gib mir nochmal ein W5. W6, Entschuldigung. Ich habe jetzt einen anderen Namen. Eine 3. Hier, Kopfdislokation. Das künstliche Gelenk des Androiden ist massiv zerstört und sein Kopf befindet sich in einer unnatürlichen Position. Alle schnellen Aktionen werden zu langsamen. Ja, passt schon. Deine Halsstütze wegschmilzt. Ich bin wie eine Kakerlake. Ich merke das schon. Nani. Helen, es lebt noch. Horton. Helen. Warte, wie weit kann ich mich bewegen? Kommst bis dahin. Quasi eine Zone. Mann, schieße ich drauf. Was ist das für ein Monster? Nimm das! Oh. Der arme Androide, ey. Boah, okay, dann mach ich noch Gefühle. Noch ein 1d6? Hallo? Achso, er muss ja erst treffen, ne? Ja. Wow. Ha! Push den Talk. Oh. Ach so, warte. Ey. Ist ja nicht mal langsam tot, ey. 5 Schaden. Und damit wieder eine kritische. Gib mir wieder ein W6. 1. Die Hydraulikpumpe geht kaputt und du verlierst deine nächste langsame Aktion. Das heißt, ich verliere meine nächste schnell, langsame? Du kannst gar nichts machen im Zug. Ja, genau, meine ich ja. Du bist dann dran, nimmst auch noch einen Brandschaden, nochmal ein W6. Ja, easy. Also langsam, ey, jetzt muss er doch easy, so ein 5 und 6 ist easy. Deine Beine werden funktionsuntüchtig, dein andere liegt am Boden und kann nicht aufstehen, sondern lediglich kriechen. Da ist nur noch ein Arm. Das ist doch jetzt nur noch Saw-Folter hier, ey. Der desintegriert langsam. Der wird richtig zerlegt. Pignon. Ja, ich schieß weiter auf ihn drauf, ne, solange er noch lebt. Ja. Und, also ich möchte nicht anscheinend lebt sehen. Er ja noch. Ich möchte Mickey töten sehen. Das sind wieder Treffer. Ein D6, Jan. Muss überleben! So viel Möglichkeiten. Ja, das war's. Der Systemabschaltung. Der Androide wurde in Stücke gehackt, zerquetscht oder auf andere Weise massiv beschädigt. Das Zentralsystem ist aber noch funktionstüchtig und kann reaktiviert werden. Aber verbrennt wollt er nicht vermutlich gerade. Aber nicht. Und dann schmilzt es durch. Das war jetzt Karma. Metamäßig. Nee, das war in Ordnung, das war in Ordnung. Nee, ich meine, dass ausgerechnet ich dich töte, meinte ich. Achso, ja. Das war ja, ganz ehrlich, lustig. Das war einfach nur ungünstig, ey. Ja, natürlich. Da, meinst du unsere Aktion vorhin? Ja. Das war richtig ungünstig, ja. Ich hatte so Bock. Ich schieße einfach den Rücken und ich erschieße ihn. Ja. Ich hatte diese von Benny eine WhatsApp bekommen, dass ich dem Virus da erlegen bin. Anscheinend dank der Impfung. Aber Miller hat meinen Plan zunichte gemacht, indem sie einfach durch die Gegend rennt. Ohne Witz, ey. Nö, ich hatte das gemerkt. Bullshit, Miller. Natürlich hast du das gemerkt. Sixth Sense, Miller. So, ihr verarzt wahrscheinlich Bolaji. Ja. Okay. Einfach nur, danke, weil. Danke, mein Mädchen. Scheiße. Was war das für eine Kreatur? Ja,
Ich weiß es nicht. Babe, sind wir zusammen? Nein, ihr seid nur mit Freunden. Gute Piratengruppe. Was mit dem Rest? Habt ihr ihn auch getötet? Wir haben was ja, für dich. Ja, aber wir haben ihn noch nicht versucht. Lebt noch. Die leben doch noch, ne? Ich nehme meinen Ball. Die haben die Selbstzerstörung ausgelöst. Schweine. Bane, ein Pilotwurf. Wenn der nicht gelingt, geht ihr mit in Flammen auf. Oh Gott. Na, jetzt kommt Panik schon, oder? Jawohl, Bane. Ah, Mann, ey, ohne Witz. Ey. Helen Bein hat's gemacht. Helen Bein, warte mal. Wo ist das Cockpit? Das? Bitte geradeaus weiter auf die Brücke. Ich kümmere mich drum. Die werden jetzt alle zur Zombie hier. Weißt du, wie lange? 3 Minuten. Oh, ne, die haben ein Viech drin. Ich weiß es gerade nicht mehr. Kann ich. Der Bolaji war an Bord, ne? Kann ich, Miller und Cem in den Weltraum rauswerfen? Lebend. Ich zieh mein Bein. Du nimmst erst noch alles ab. Wir sind natürlich. Natürlich. Looten und dann ab mit dafür. Das ist der Spirit, mein Junge. Ja, ich hab viel von dir gelernt. Den Androiden schlachten wir aus für einige Ersatzteile. Okay, oder? Mickey hat sich gut angestellt, Captain. Er wird erwachsen. Hier durchs Fenster werden die geschossen. Ja. Bei lebendigem Leib. Oh ja. Total Recall lässt grüßen, ey. Wie so eine schöne Dings aufgegangen. So gehen die letzten Überlebenden. Der Montero, dann der Kronos. Und jetzt auch der Sotillo. Werden sie dem Weltraum übergeben. Oh Gott, ey. Finde ich gut. Und die Crew, die Piratencrew der Sotillo, wird neue Sterne erkunden. Oder vielleicht auch nicht, denn vielleicht hat Bolaji sich das von Leia Davis eingesetzte Virus in den Lüftungsschacht eingefangen. Wir werden es nie erfahren. Hiermit endet die Session.